Fakt ist, ich wollte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr leben. Es war mir egal, was mit mir passiert. Ich habe jeden Tag gehofft, dass ich am nächsten Tag nicht mehr aufwache. Es waren fette Entzugserscheinungen und ich dachte, ich habe eine Grippe. Ich habe geschwitzt, mir war kalt, so mir ging es richtig schlecht. Die Karriere läuft, Musik läuft. Ich kann jetzt nicht in den Zug gehen. Niemand hat gemerkt, auch von der Sprache her nicht. Ich habe nicht gelacht, gar nichts. Ich 100 Pro funktioniert. Ich war zu meiner damaligen Freundin furchtbar. Ich war zu anderen Menschen furchtbar. Viele haben es verdient. Gott sei Dank war ich zu denen so. Ich kann nicht aufhören zu trinken, weil sonst funktioniere ich nicht. Obwohl ich schon nicht mehr funktioniert habe. Ein Meeting beim Label. Wir müssen das und das bequatschen. Wie viel muss ich trinken, dass ich locker bin, gut quatschen kann, aber nicht besoffen wirke? Ich gegen die ganze Welt. Alle sind unfair zu mir. Na, was für ein Schwachsinn. Ich hatte so Depressionen, wenn ich nachgedacht habe und alles irgendwie so. Das waren ständiger Sturm in meinem Kopf, dass ich teilweise gekrampft habe. So, da geht es jetzt nicht mehr um mich so. Ich belaste gerade alle. Ich mache deren Leben zur Hölle. Ich habe nichts getrunken tagsüber, außer Alkohol von morgens bis abends. Ne? Nicht ein Schluck Wasser. Schön in die Röhre blasen, dann hatte ich da irgendwie 3,8 Promille. Hast du in dem Augenblick geglaubt, ich werde keine Musik mehr machen? Ja, safe. Ich wollte ja auch aufhören. Blackout 2, wo alle gesagt haben, ey, das ist ja grottenschlecht und scheiße, Mann. Ich meinte, die sind alle blöd, die peilen nur den White nicht. Meine Lieben, wie ihr seht, vor mir sitzt niemand Geringeres als, ja, ich möchte fast schon sagen, Rap-Urgestein Chakuza. Für die Leute, weil es könnte sein, dass es Leute auf meinem Kanal gibt, aus meiner Bubble, die dich vielleicht nicht kennen, also nur für die Leute, die Chakuza nicht kennen, seit, ich möchte fast schon sagen, zwar Anfang der 2000er, Rap-Größe in Deutschland und in Österreich, damals bei EGJ gewesen, macht immer noch richtig geile Musik. Ihr werdet alle Links zu ihm da unten finden, aber erstmal herzlich willkommen, Chakuza. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie geht's dir? Alles gut, danke. Mir geht's sehr gut. Das freut mich, mein Lieber. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon gesprochen und ich möchte direkt daran anknüpfen, denn wir haben uns geschrieben auf Instagram, haben einen richtig coolen Austausch gehabt und du hast gesagt, du kennst einige meiner Videos. Du hast mir gesagt, du kannst diese ganze Scheiße richtig gut erklären. Und es gibt Themen bei dir, über die hast du öffentlich noch nie so richtig geredet. Man hört ja aus deinen Tracks einiges raus. Auch ich weiß das zu interpretieren. Sagen wir mal so, wir wollen heute über das Thema Alkoholismus sprechen und Abhängigkeit sprechen, richtig? Ja, Das heißt, du hast mit dieser ganzen Scheiße, so wie du es genannt hast, auch zu tun. klar, auf jeden Fall. So, ich bin jetzt 4 Jahre trocken, so, aber habe natürlich eine lange Trinkerkarriere hinter mir, eine sehr intensive. Wow. Und ich habe, wie gesagt, es freut mich, dass wir das hier machen. So, ich habe natürlich in der Öffentlichkeit schon hin und wieder mal was erzählt, aber so einen richtigen Real Talk irgendwie noch nicht. Hat sich nicht ergeben und ich habe mich dabei irgendwie auch noch nicht so wohl gefühlt, aber ich Das mache heißt, du warst auch im Alkoholentzug gewesen in der Klinik, richtig? zweimal, ja, auf jeden Fall. Okay. Bevor wir dazu kommen, lass uns doch mal einsteigen. Lass uns doch mal einsteigen. Also wir werden vielleicht hinten raus, wenn du es mir erlaubst, vielleicht noch ein paar Rap-Fragen stellen. Das kommt alles hinten raus. Ne? Gibt ja doch ein paar Sachen, die mich vielleicht interessieren. Wenn ich dann schon mal so jemanden vor der Flinte habe, dann will ich die Gelegenheit auch nutzen. Aber ja, ganz klassisch, lass uns das mal. Wie fing das bei dir an mit dem Trinken, beziehungsweise die Frage, die ich oft gestellt bekomme, mit dem problematischen Konsum? Puh, boah, ich kann das gar nicht einordnen. Sowas ist problematisch, ne? Also, Fakt ist, ich habe in der Gastronomie meinen Beruf erlernt, also ich habe Koch gelernt, so, und da bist du sowieso ständig damit konfrontiert. Ich meine, ist halt einfach da so, dass du hier, wenn es stressig wird oder du lange Dienste hast, dann auch trinkst. Ohne irgendwie nachzudenken. Dann kommst du so, ich war bei der Bundeswehr, da ist auch, das ist allgegenwärtig. Und dann natürlich als Musiker, also so, das sind so irgendwie, was willst du mehr, ne? Also Koch, Bundeswehr und Musiker und dann auf Partys und ich habe es am Anfang, also gerade, also wirklich glaube ich, dass ich angefangen habe regelmäßig zu trinken, war dann tatsächlich als Musiker so ab 25, aber da blieb alles im Rahmen. Ich habe es dann halt benutzt, wenn ich irgendwie öffentlich Auftritte hatte oder auch. Was mir zum Verhängnis wurde, ist, dass mir aufgefallen ist, dass ich viel
offenere Sachen schreibe, wenn ich betrunken bin. Also was heißt nicht betrunken, aber ange so ein bisschen beschwipst, ne? Also Weißt meinst du kreativer, dass du kreativer ja, wirst in deinen immer wenn ich mich Texten? hingesetzt habe und einen Text geschrieben habe, bist du angefangen sofort zwei, drei Bier. Mehr durfte es nicht sein, weil dann ging nichts mehr. Also zwei, drei Bier waren optimal, um irgendwie was zu schreiben oder Beats zu machen. Das hört Das man ja sehr oft. Das hört man sehr oft. Ich kenne das auch, dass ich habe jetzt keine Musik gemacht, aber dass ich viel kreativer mit Sprache. Ich bin ja auch so jemand, der mit Sprache viel arbeitet. Auch ich habe früher auch so andere Texte geschrieben, jetzt nicht Musiktexte. Und das ist so eine Blockade gefallen. Also da habe ich so einen Kreativitätsmodus bekommen. Aber weil du sagst, du hast auf der Bühne benutzt bei Auftritten. Ging es da ja, um Nervosität aber nur immer oder? so sehr wenig. Ne? Nur gerade so viel, um mich öffnen zu können. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Typ. So. Ich bin für das eigentlich überhaupt nicht gemacht für öffentliche Auftritte oder sonst was. Ne? Also Ist das so? jetzt versteh ich es anders. Ne? Damals habe ich es nicht so verstanden. So, jetzt kann ich das anders handeln. Aber früher. Aber was hast du, aber ich meine, da muss ja, also so interpretiere ich das jetzt. Ich frage mal ganz direkt, das heißt, hast du vor der Bühne auch ein Stück weit Angst gehabt? Nee, eigentlich nicht. So, ey, ich war ein Profi. So, Aber du warst nicht von vornherein Profi. Das fing ja irgendwann an mit dem Profi-Sein. ja, aber es gab nie irgendwie so, dass ich mir dachte, so, ich packe das jetzt nicht auf der Bühne, sondern für mich war einfach diese öffentliche Darstellung von meiner Person, ne, die von mir aber erwartet wurde. So, das war so in meinen Anfängen noch viel krasser, denn wir waren ja bei EGJ omnipräsent. Ne? Wir wurden da ja als richtig krasse Stars gehandelt. Ihr wart zu der Zeit, muss ich wirklich sagen, ich meine, darüber haben wir auch gesprochen im Vorgespräch, ihr wart damals Superstars. Auch wenn das in deiner Wahrnehmung vielleicht, ich kenne das mit Fremd- und Eigenwahrnehmung, sind immer ein bisschen schwierig, aber das war so. In der Zeit wart ihr einfach Stars gewesen. Man kannte euch überall. Genau, und ich musste halt auch die Rolle spielen quasi. So, ich musste das. Ich musste über rote Teppiche, ich musste mich fotografieren lassen. Fan-Treffen, dies, das, alles, das war für mich irgendwie nur so machbar. Das bin nicht ich, also das ist heute nur so. Ich bin menschenscheu. Ganz ehrlich, ich umgebe mich nicht mit vielen Menschen. Ich fühle mich nicht wohl in einer Menschenmenge oder sonst was, überhaupt nicht so. Aber das ist sehr schwer. Ne? Also für mich ist Auftreten trotzdem immer noch schwer, aber ich kann es jetzt handeln, so, weil ich halt anders gefestigt bin. Ne? Ich habe mein Selbst Dann nehme ich jetzt woanders her. Ja, und vor allem gehe ich viel lockerer damit um, weil ich habe im Grunde so, ich denke mal, was habe ich zu verlieren? Man. Ich bin, wer ich bin, so nimm mich oder eben nicht. Ne? So, früher war es aber schon so, dass ich halt auch den Leuten gefallen wollte, weil es auch Business war und es war wichtig für die Karriere, für den Aufbau. Ja? Ich glaube, das ist so eine, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber diese Erwartungshaltung, die man präsentiert, also ich kenne das im ganz Kleinen, ne? Wenn ich betrunken war und dann zum Beispiel der Charmante war in der Disco mit dem Mädel, dann hast du ja eine Facette von dir, in die du reinschlüpfen konntest, als du betrunken warst, gespielt, naja, nicht bewusst gespielt, aber du wolltest das gerne sein. Und wenn ich das jetzt übertrage auf dich, so denke ich mir das, wenn du in Musikvideos, in Texten, wenn du in einer gewissen Art performst und eine gewisse Facette von dir zeigst, aber betrunken, kannst du das eigentlich nur wieder genauso abrufen, wenn du wieder betrunken bist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also doch, schon. Also wenn es ident sein soll, ja. Und es ist halt so, gerade bei Videodrehs, das ist ja für mich heute noch der Horror, weil ich zu jedem sage, also wenn es das heißt, ey komm, wir müssen ein Video drehen zu dem und dem Song, ich kotze, weil ich mir denke, ey, Wieso? Also was ist es? wie Weil ich ein denke mir. Idiot vorkomme. So. Ich meine, ich stehe da zu Musik und rappe in die Kamera, stelle mich irgendwo hin, so und spielt da irgendwas, aber es ist ja nicht mal gutes Schauspiel, es ist einfach nur affig. Ich weiß, was du meinst. Man kommt sich. Ich weiß, was. Also ich kann es mir vorstellen, weil du hast ja, um das zu synchronisieren, läuft, also nur für die Leute, die noch nie ein Musikvideo gedreht haben, du stehst vor der Kamera und irgendwo auf dem Handy oder auf dem Dings läuft deine Musik und du performst das halt, ne? Ja, und vor allem verstehe ich es halt nicht, dass es tatsächlich die Leute interessiert. So, ich will jetzt die Leute, die Musikvideos gucken, nicht verteufeln, aber ich zum Beispiel, mich interessiert das halt Nüsse. Ich gucke mir keine Musikvideos an, wo nicht irgendwo was künstlerisch Wertvolles stattfindet. Ich gucke mir keine Videos an, wo irgendein Dude steht und dann in die Kamera rappt. So, vor allem macht das ja jeder. Ne? Und deswegen, die Leute wollen einen aber anscheinend sehen und ich bediene das natürlich auch, weil ich halt auch was zurückgeben will, klar. Wenn die Leute es wollen, so das bisschen, so, weißt du, das kann ich mir schon abbringen. Was soll's?
Also im Endeffekt kann man auch sagen, es war eigentlich Druck gewesen für dich. Bekannt sein war Druck gewesen. War voll, voll. So, also, wenn es nicht notwendig gewesen wäre, na, würde man mein Gesicht bis heute nicht kennen. Sag ich dir. Beneidest du Menschen, es gibt ja ganz wenige, aber beneidest du Menschen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Crow, dem man jetzt sein Gesicht nicht kennt? Ja, aber das ist halt auch wieder eine Art, die mir zu blöd wäre. Weißt du, dann hätte ich mir. Ja, auch. Ich Weiß, was meine, du meinst, ja. ich Ja, bin ja. erwachsener Mann und laufe deiner Maske rum. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Und zweitens ist es halt trotzdem dann wieder so, na, also wenn du was machst, gewisse Aussagen triffst, oder dann solltest du auch dein Gesicht zeigen. Na? So, das ist der Job. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig für die, also mir persönlich geht es so als Fan. Mich mit demjenigen, mit dem Künstler zu identifizieren. Da muss ich will sein Gesicht kennen, ich will seine Mimik sehen, ich will, da kommt ja ganz viel rüber, ne? In Voll. dem Moment. Ja. Ja. Aber nochmal zu dem Punkt Druck, weil ich kenne das von mir, Druck, es ist, war es die Erwartungshaltung, wie du denkst, wie Menschen dich im Außen sehen, den bekannten Jacuzza, und du denkst, dass es diese Rolle ist, die du tagtäglich im Grunde genommen, als ihr damals bekannt wart, Stars, ne? Also ich will dir jetzt nicht das Dasein absprechen, aber damals Also Superstars, ich sage ich will jetzt gar nicht mal. das Star betitelt werden. Jetzt bin ich es auch nicht mehr. Ich bin einfach fuck, ich bin einfach Musiker. Weißt du? Also für mich war ich das ja sowieso nie. Aber wenn du Aber eine von Rolle. außen, aber genau das ist der Punkt, mein Lieber. Der Punkt ist, von außen wurdest du so gesehen. Das Damals auf Ding jeden Fall. ist immer, aber Leute, die du dann so kennengelernt hast, für die musstest du das ja auch spielen. So. Quasi, wenn du so weit drinnen bist in dem Business, lernst du ja ständig Leute kennen. Und das meiste hat mit Geschäft zu tun. Ne? Die meisten kommen aus dem Geschäft und du musst diese Rolle dann trotzdem, also für mich war das so, oder ich habe es so wahrgenommen, dass ich dann trotzdem da meine Rolle erfüllen muss. Und ich bin kein Redner, ich bin kein Smalltalker. Also ich bin der Schlimmste, wenn du neben mir, es gibt nichts Schlimmeres für mich, als mit irgendeiner Person, die ich kenne oder nur so nebenbei kenne, im Aufzug zu stehen, weißt du so, und dann hochzufahren. Und ich habe keine Ahnung, was ich halt quatschen soll. Und wenn ich was getrunken hatte, dann geht das so. Dann Man macht sich dann keinen Kopf mehr. Man macht sich dann keinen Kopf mehr irgendwie so, ne? Es fällt eine Barriere ab irgendwie. ja, genau. Ja. Und das war, ja, so, und das Und war so. dieses Smalltalk-Ding, weil du das sagst, ich habe ganz oft in diesen Situationen, kennst du das, also so innerlichen Druck gespürt. Oder ich frage mal anders, ich frage mal anders, weil du sagst Druck. Würdest du sagen, dass du, ich weiß nicht, ob man das mit einem Krankheitsbild titulieren kann oder sowas, aber weißt du heute von dir, dass da vielleicht irgendwas gewachsen ist, das du heute verstehst? Also es muss ja jetzt nicht den Namen Depression haben oder Angststörung oder irgendwas, aber ist da irgendwas in dir gewachsen, wo du gemerkt hast, okay, das ist nicht gesund irgendwie? Ja, also keine Ahnung, schon, also es waren Depressionen, also ich will jetzt den Ganzen mal vorausschicken, ne? So, also das ist alles kein Grund, um zur Flasche zu greifen, so, das war meine alleinige Entscheidung, also das ist keine Ausrede für das, was ich getan habe, Punkt, so, und das sollte sich jeder klar machen, so, ja, also das war einfach meine Schuld, ne? Nicht die Schuld einer Depression, die ich definitiv hatte, zu spüren, also es kam dann irgendwann dazu, natürlich wäre die auch so gekommen, aber mit dem Alkohol zusammen hat sich das klar verstärkt noch, ne? Also Alkohol macht das ja nicht besser, so, das wird doch, der Schneeball wird zur Kugel, ganz einfach. Ja, das auch natürlich so. Ich meine, so, es gibt viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen mir auch einen gewissen Grad an Autismus nach, so, was mir natürlich auch den Umgang mit anderen nicht so leicht macht. Okay. Ja, Also, ich meine, du hast absolut recht, was du sagst. Mir geht es ja nicht anders. Ich habe ja eine Angststörung, Panikattacken, Depressionen, all diese Sachen, die dazu geführt haben, dass ich mich in den Alkoholismus. Ich sage immer, ich habe mich damit medikamentiert. Nichts anderes war das eigentlich gewesen, um diese Rollen zu erfüllen, die ich gemeint habe, erfüllen zu müssen. Deswegen frage ich bei dir nach, weil meistens irgendwas dahinter steckt. Das legitimiert das nicht, aber es macht es logisch, warum man es tut. Das ist das es. ist auf jeden Fall gut gesagt, ja, stimmt, ja, ist so. Also, So, ne, das ist die Kausalität dahinter sozusagen. vor allem, du hast es ja tagsüber, so als irgendwie so, du kommst so in den Schwung und alles fällt dir ein bisschen leichter, so ist es halt am Anfang, ja, alles fällt dir leichter, so, du machst die Sachen,
easy, mit deinem Lächeln. Am Abend, wenn du nicht schlafen kannst, dann nimmst du halt ein bisschen ein, zwei Schluck mehr und dann schläfst du gut. So funktioniert das ja am Anfang. Am Anfang ist es super. Also ohne Witz, ich dachte, ey, das ist perfekt für mich. Das kann ewig so weitergehen, kein Problem. Ey, das ist genau das, was ich immer sage. Es ist, also hinterher weiß man's. Das war bei mir auch so. Es ist der Pakt mit dem Teufel. Er kommt im schönen Gewand, präsentiert dir eine Lösung für deine Probleme, deine Dämonen und deine Ängste und was weiß ich, was du in dir hast. Und das Schlimmste ist, es funktioniert. Erstmal. Du weißt ja nicht, wie sich's weiterentwickelt. Das ist das große Problem da drin. Aber sag mal, in dieser Zeit, jetzt, zum Beispiel bei EGJ, das hast du ja gesagt, ne, als, du magst das Wort nicht, aber als ihr halt einfach deutschlandweit und bekannt War wart und so. so, wir wurden als Star wahrgenommen, ja, ich, wie gesagt. Genau, das war einfach so. Für mich bist du das immer noch, auch wenn du das nicht annehmen willst, aber für mich bist du das immer noch. Ganz klar, da muss man so sagen an dieser Stelle. Und was ich sagen wollte, Druck, Rollen, du lernst viele Menschen kennen, du lernst viele Menschen aus dem Business kennen, da sind bestimmt Menschen auch dabei, die wollen mit dir von dir profitieren. Du kannst nicht. Ist das so, ja? Das ist keine Freundschaft, ne, Alle, ich oder mache 99% wollen von dir profitieren, das ist Fakt. aber gibt es da auch ehrliche Freundschaften, würdest du das sagen? Für wenige, also wenige. Okay. Das heißt, du merkst ganz schnell, dass die Leute, dass es eigentlich immer nur um dasselbe geht, sozusagen, ne? Business. Business, was kann jemand aus dir rausziehen? Wie kann er von dir profitieren? So was halt. So, und wenn es halt mal nicht läuft, sind die Leute auch weg oder ja, ey, so, ich will nicht alles schlecht reden, ne? Ich habe auch viel gemacht, so, ich wurde oft so, ich konnte oft Versprechen nicht halten, die ich erfüllen wollte, aber es ist mir einfach nicht gelungen, ja, das heißt so, man fuckt natürlich Leute ab. Kannst du mal sagen, wie viel du in diesem Zeitraum so getrunken hast, am Tag oder wie sah dein Trinkverhalten aus? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Boah, da ging es noch, ne? Also ich habe damals auch noch Sport gemacht, so, ich war immer gut trainiert, so, habe mich Gott sei Dank auch immer gut ernährt. Und ich habe dann meistens so nachmittags, also dann, wenn ich so mich hingesetzt habe, irgendwie angefangen Geschäfte zu machen oder auch mal Telefonate führen musste, ne? So, wo ich einfach mal ein bisschen so rauskommen musste. Dann habe ich so das erste Bier getrunken, ne? Und ab dem ersten Bier war es halt so, dass natürlich, ich schätze es jetzt mal ungefähr so ab, 2 Stunden danach das nächste, am Anfang. Ja, und dann halt, also wenn ich eins hatte, dann gab es nicht irgendwann mal zwischendurch O-Saft. Ja, das kenne ich aber, dieser Startschuss. Okay, ab jetzt trinke ich Ja, sozusagen. wenn ich jetzt das erste Bier aufmache, so, dann trinke ich heute nur noch Bier oder sonst was. Und wie viel, aber kannst du sagen, wie viel das dann am Ende gewesen sind, bis du ins Bett gegangen bist? Als es noch chillig war, so 5, 6 Bier pro Tag. Ja, und jetzt muss man an der Stelle sagen, also für uns beide als Abhängiger, das war, wenn man sieht, wo das geendet ist, das war noch die chillige Zeit, wie du sagst, ne? Immer im Vergleich zu nahe nichts. Also, Aber guck mal, in dem Business, hat das zu dem Zeitpunkt jemand gemerkt, in deinem Umfeld, dein Businesspartner, deine ehemaligen Weggefährten? Umfeld schon so, also mein Umfeld hat schon gemerkt, dass ich derjenige bin, der am meisten trinkt, klar, so, aber ich habe auch immer funktioniert. Also, weißt du, so, warum sollte man das ändern? So. Die wussten, ey, wenn ich trinke, schreibe ich gut. Wenn ich trinke, bin ich offener. Also alles, was von mir verlangt wird, kann ich erfüllen. Ne? Was ich halt nicht konnte, wenn ich nüchtern war, weil ich viel zu schwerig war. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist dann auch so dieser Deswegen hat man Effekt. mich auch gelassen. Ne? Also, oder eben auch teilweise so, wenn ich irgendwo saß und man hat mir halt Bier gebracht. Ja, aber man hat ja da von diesem Gemütszustand, in dem du warst, profitiert in dem Moment, wenn man so will. Ja, voll. Ne? Ja. Das war so. Und deswegen habe ich das auch so wahrgenommen, dass das eh nichts ausmacht. Ne? Also ich habe mich dann nicht gefühlt, als wäre ich jetzt der Vollassi, der hier Bier trinkt, während alle anderen Wasser trinken, sondern es war halt irgendwie der Treibstoff quasi für die Maschine. Aber was hat es damals mit dir gemacht? Also ich frage deswegen, weil wurdest du, wie soll ich das sagen, hat es dir einfach nur Mut gegeben oder wurdest du... Ich wurde unzufrieden. So. Okay. Das ist, weil ich wusste das ja. So, ich bin ja kein Idiot. Ich wusste, dass das nicht richtig ist.
Aber du hast das damals schon gemerkt, in dieser Zeit schon. Ja, ich habe das sehr früh gemerkt. So. Fakt ist, ich will so, also manche Namen werde ich nicht nennen oder nee, ja, ne, weil ich will die auch keinen verletzen und ich habe jetzt nicht alle abgegrast und gefragt, ey, darf ich was sagen? So, deswegen, aber Fakt ist so, in meiner Familie ist es auch schon vorgekommen. Das heißt, ich bin quasi damit aufgewachsen, jemanden zu haben, der trinkt. Na, und ich wusste, Alter, so was du hier machst, ist auf jeden Fall gefährlich. So. Aber ich wusste auch, so wenn du das jetzt durchziehen willst, dann geht das nur so. Ach Na? so, das heißt dir, die war, das ist krass, weil du sagst, dir war, weil du schon sensibilisiert warst auf das Thema, das schon bewusst gewesen, was du gerade tust. Aber du hast dann schon für dich den Pakt geschlossen, bewusst oder unterbewusst, dass du sagst, okay, wenn ich diesen Weg gehen will, dann muss ich das weitermachen. Ja, aber ich habe mir halt auch eingeredet, so, wenn ich merke, dass es halt aus dem Ruder läuft, höre ich sofort auf. Und ich verstehe den Gedanken, ja. Aber ich Ach, glaube, das ich bin Problem schlauer, ist. so als alle, die dann am Ende des Tages abhängig werden davon. Ich dachte mir, ich bin schlauer als die. So. Es Na? ist der Klassiker, es ist der Klassiker. Und vor allen Dingen, das würde mich mal interessieren, da können wir immer so auch vielleicht einen Zeitsprung machen, ich weiß es nicht. Was ist aus dem Ruder laufen? Das ist ja sehr subjektiv. Ab wann fängt es nämlich an, aus dem Ruder zu laufen? Bei mir, ich kann dir nur sagen, war es der Punkt, wo ich, weil du gerade was Gutes gesagt hast, du hast immer funktioniert. Gab es einen Punkt, wo du dann nicht mehr, oder wo es anfing, dass du nicht mehr funktioniert hast, wie du es wolltest? Der kam sehr Oder? spät, der kam sehr spät. So, ich habe davor schon richtig viel Scheiße gebaut, aber irgendwie war ich dann schon so in dem Modus, dass ich mir dachte, ist mir gerade Latte, so, ich funktioniere und wenn es mal aus dem Ruder läuft, dann müssen mir alle verzeihen, weil ich funktioniere dann trotzdem so perfekt in dem, was ich tue, in meinem Job. Was natürlich Einbildung war, oder vielleicht, also ich, trotzdem, ja, was ist Einbildung? Ich habe trotzdem dann im Job perfekt funktioniert, habe aber dann im Privaten schon richtig viel Mist gebaut oder einfach so übertrieben dann auch am Abend mit Partys und sonst was, dass da halt einfach Sachen passiert sind und die ich gemacht habe, die halt höchst peinlich waren und ekelhaft. Gab es aber Sachen, an denen, weil ich das von mir kenne, deswegen frage ich so gezielt, gab es Sachen, wo du sagst, das habe ich mir immer als Feigenblatt vorgehalten, dass ich ja noch kein, dass es noch nicht so schlimm ist, weil bei mir war es immer, ich gehe arbeiten. Aber du hast gesagt, du hast gut funktioniert, du hast deine Arbeit immer gut gemacht. Ja. War das immer so der Gedanke, der dich gerettet hat, wo du gesagt hast, das ist alles okay? Natürlich, alle haben immer zu mir gesagt, ey, du schreibst Wahnsinnstexte, so krass, so, und deine Inhalte und deine Wortwahl und das. Und ich habe mir, ja, siehst du, so, das kommt nur, weil ich halt eben alles gerade richtig mache, die Mische. Ne? So. Ja, so ist es halt dann. Aber Das ist. ich dachte mir, irgendwann merkst du halt so, dass es gerade so. Keine Ahnung, man stellt sich halt das anders vor, dass man es merkt. Ne? Also, als ich dann gemerkt habe, es ist zu spät, war es halt einfach zu spät. Ja, Ne? genau, aber sag jetzt mal, wenn du's, wenn du gerade auf den Punkt kommst, sag mal, war Hattest das du ein nicht, Moment? War. hattest du nicht diesen Moment, wo du wusstest, fuck, jetzt ist der Zug abgefahren? Ich werde da sehr oft gefragt und wegen meinen Videos muss ich mich ja 100 Mal reflektieren und 100 Mal in diese Zeit zurück. Hättest du mich vor YouTube gefragt, hätte ich dir das nicht genau sagen können. Mittlerweile kann ich es dir genau sagen, weil ich nochmal, es gab zwei Punkte, die kann ich dir ganz kurz sagen. Der erste Punkt, als ich gemerkt habe, okay, das ist nicht normal, du hast ein Problem, war, wo ich angefangen habe, heimlich zu trinken. Also, heimlich ist ein großes Wort, aber ich habe mich extra verpisst, mir meine Freiräume geschaffen, damit nicht alle den Konsum mitbekommen. Also schon heimlich und Flaschen versteckt oder. Es fing mir an, unangenehm zu werden, wenn Leute bemerken, dass ich mehr trinke. Also es hat sich so gedreht, ne? Das war das Erste. Und das Zweite, ich habe, als ich die ersten Entzugserscheinungen bekommen habe, die ich damals noch anders ge gewertet habe und ich gemerkt habe, scheiße, Mann, du fährst zur Arbeit und du bist so nervös, Alter, am liebsten würdest du jetzt eine Whisky-Cola trinken und dann habe ich es gemacht. Ja, also bei mir war es so, also das mit dem, also das Verstecken, das kam erst, da wusste ich schon, dass ich auf jeden Fall hart in der Bredouille stecke, aber also im Nachhinein ist mir dann eingefallen, ey, da habe ich es ja nicht gemerkt, aber noch nicht so wahrgenommen. Es war so, ich habe irgendwie so 2 Tage vielleicht nicht getrunken und mir ging es richtig räudig. Ja? Und ich dachte, ich habe eine Grippe.
Waren das schon Entzugserscheinungen gewesen? Das waren fette Entzugserscheinungen. Ich dachte, ich habe eine Grippe, ich habe geschwitzt, mir war kalt, so mir ging es richtig schlecht. Ich dachte, okay, ich habe mir irgendwas eingefangen. Und dann, so, meine damalige Freundin, die kam aus Bayern, ja, und die hatten so ein Hausrezept, ne? Du machst so Weizenbier in die Mikrowelle, machst das warm, trinkst das und dann deckst du dich zu und schwitzt das raus quasi. So. Und dann trinke ich dieses Weizenbier und 5 Minuten später geht es mir gut. Weißt du? So. Und ich Krass, denke mir, ja. so, boah, krass, das Weizenbier, boah, krass, das Weizenbier war das, das, also, weißt du, das war wie Medizin. Ich habe da nicht gecheckt, so, ey, das waren einfach die Entzugserscheinungen, die dadurch jetzt ein bisschen gemildert wurden, sondern dachte mir, ey, das ist wie Medizin, cool. So. Aber war es das erste Mal, wo du so ein bisschen verstanden hast, dass mit dir was nicht stimmt, Nee, als du habe ich das? damals nicht gecheckt. So, im Nachhinein habe ich mir gedacht, das war eigentlich der Moment, wo ich es checken hätte müssen. So. Ey, das So. ist so krass, wie viel, wenn du reflektierst, wie viel dir plötzlich klar wird, ne? Aber erst hinterher, in dem Moment halt nicht. Ja, und dann bin ich einmal, so dann bin ich, das war auch, das war nicht viel später dann so, bin ich einmal aufgewacht und habe auch zittern hier, da, mir geht's schlecht, ich bin mit dem Hund raus, so, und ich war trotzdem irgendwie abgefuckt und denke mir so, ach, scheiße, ich hole mir jetzt irgendwo einen kurzen am Kiosk, habe mir einen kurzen getrunken und dann war das aber auf einmal alles wieder gut, das Zittern war weg, dies und das, und dann dachte ich mir so, ja, okay, so. Ja, du bist dabei, Mann. So. In dem Moment war dir das klar gewesen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, was tun? Ne? Ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, was tun? So, ich habe es dann natürlich, ey, so, ich weiß ganz genau, dass meine damalige Freundin das auch gecheckt hat. Sowieso wahrscheinlich schon vor mir. Ne? Und, so, und dann fing es halt an, so problematisch zu werden. Dann fing es an, dass ich halt öfter mit dem Hund spazieren gegangen bin. Nicht aus Tierliebe, Verstehe, ja. weißt du, so. Und dann trotzdem aber auch so noch getrunken habe, aber ich habe das damals noch nicht versteckt, als ich dann halt richtig abgebaut habe und dann die mir nahegelegt hat, doch mal irgendwie irgendwas zu machen oder endlich halt mal nicht mehr zu trinken, man streitet sich ja dann auch so, dann habe ich es dann heimlich gemacht, ne? So, Aber also. wie sah denn die Zeit, wie sah denn die Zeit aus, als du, das würde mich wirklich interessieren, sehr interessieren, gerade diese Zeit, wo es dann anfing, als du gesagt hast, Entzugssymptomatik und du an diesem Kiosk standst, hast dir den Flachmann rein, den kurzen oder wie auch immer, und dann hast du gemerkt, okay, mir geht's besser. Ab dem Moment, wo du gesagt, und dann sagst du, du hast körperlich abgebaut, wie hat das ausgesehen, dieser körperliche Abbau? Das ging noch. Ich hatte so Phasen. Ich hatte einmal einen Tief, dann habe ich wieder irgendwie trainiert. Trotzdem, ich wollte trotzdem trainieren. So, ne? Also, bin halt. Aber hast du davor getrunken vor dem Training? Ja, meistens bin ich so früh gegangen, ne, dass ich wahrscheinlich vom Vortag noch Restalkohol hatte. Das heißt, ich habe die Zeit irgendwie im Training rumgebracht, aber direkt nach dem Training habe ich wieder was reingeschossen. Also, das war furchtbar. Ne? Also, wenn man das überlegt, das war schon. Aber ich habe halt dann, ja, wie soll ich sagen? Ich war an dem Punkt, wo ich mir dachte, ey, so, das ist jetzt gerade richtig eine miese Situation, weil so, wenn ich jetzt, was soll ich machen? Es läuft gerade alles, die Karriere läuft, Musik läuft, ich kann jetzt nicht in den Zug gehen und vor allem war es damals noch so nicht so, dass das in der Öffentlichkeit irgendwie auch so geduldet wurde. Ne? So, wenn du heute 2020, hier laufen nur Junkies in diesem Musikbusiness, ne? Und sind Stars und machen das öffentlich, aber damals war Die es einfach. besingen das ja auch sozusagen, die Das glorifizieren das ja. war nicht die Zeit, so Gott sei Dank, weil sonst wäre ich wahrscheinlich tot. Aber ich wusste, ich muss irgendwie was tun, aber habe es halt ewig nicht gemacht, weil ich meine Karriere nicht aufs Spiel setzen wollte. Dieser Punkt, den du sagst, den höre ich übrigens so oft, werde ich da angeschrieben, dass die Leute Gründe haben, die ich verstehen kann und deswegen nicht in den Entzug gehen. Das heißt, du hast damals, deine Musik lief richtig gut. Du hast richtig gutes auch Business gemacht, hast es verdient, alles lief, wie es sollte. Ja. Hast du damals zu der Zeit auch noch öffentliche Auftritte gehabt? Ja, alles. So, ohne Scheiß, ich habe aber auch nie betrunken gespielt, so, sondern ich hatte so einen Pegel, dass ich meine, gut, ein anderer wäre betrunken gewesen für mich. Ab einem gewissen Zeitpunkt merkt kein Mensch, dass du betrunken bist, obwohl du wahrscheinlich 1,5 Promille hast. So. Voll. Also ich war ja auch ganz normal. Ich konnte ganz normale Dinge machen. So, niemand hat gemerkt, auch von der Sprache her nicht. Ich habe nicht gelacht, gar nichts. 100 Pro funktioniert. So, aber ich musste ja trinken. Na?
Und deswegen war das war alles kein Problem. Das wurde erst schlimm, als ich dann halt, also früher waren es immer nur kurze, ne, so, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo dir Bier nicht mehr reicht, weil dann musst du einfach mal 15 Bier kippen, um irgendwie den Pegel zu halten. So, dann kommt eben Schnaps und so dazu und dann wird es gefährlich. Ne? So, und trotzdem ist das voll lange gut gegangen. Also was heißt gut? Nein, eigentlich nicht gut. Ich war ein Arschloch. So. Weißt du, ich war zu meiner damaligen Freundin furchtbar. Ich war zu anderen Menschen furchtbar. Viele haben es verdient. Gott sei Dank war ich zu denen so. Aber ich habe mir dann auch meinen Ruf zerstört. Ich habe meine Karriere zerstört. So. Wieso? Also inwiefern würdest du sagen, du hast dir deinen Ruf zerstört? Weil du hast ja Mann. noch gut funktioniert in der Öffentlichkeit, Ja, hast du gesagt. natürlich, aber ich habe dann auch angefangen, also so der Punkt nach, also jeder, der meine Musik hört, kennt das Album Noah und danach habe ich zwei Alben gebracht, wo man gemerkt hat, ey, so, das ist alles zu spät gerade so. Das, hier sind Blackout 3 und Suchen und Zerstören, so drei, Blackout 2 und Suchen und Zerstören 3, sorry. Das sind, wenn du das hörst in meiner Diskografie, weißt du, kannst du das abstecken, so der Punkt, wo es dann zu viel wurde, ne? Und danach wieder der Punkt, wo ich dann meinen Zug gemacht hatte, das Ganze so richtig war. Was hat dir musikalisch daran nicht? Ich habe gerade vor den Trigger, Alter, weil ich ja zum Beispiel unter anderem, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, ich will nicht abschweifen, ich bin unter anderem Slipknot-Fan, eins von vielen, ich höre vieles. Aber es gibt ein Album von dem, das ist mit den Fans ultra beliebt, das ist das zweite Album, das Iowa-Album, das ist ultra beliebt und der Sänger, der hasst dieses Album, weil er eben auch Alkoholiker ist und auf diesem Album beim Recording immer total betrunken war und seinen ganzen Hass da abgeladen hat auf diesem Album. Also ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber wie würdest du das nennen bei dir musikalisch? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, die beiden Alben hasse ich einfach, weil sie halt schlecht sind. Das Okay. Also ist es ist nicht so, dass du dich. auch so ein Album, das alle lieben und das ich aber eigentlich innerlich hasse, weil ich weiß, wie es mir zu der Zeit ging und da, so, das ist Magnolia. Ja. Das ist so mein krassestes Album. Und zu dieser Zeit ging es mir richtig, richtig schlecht. So, ich habe mich dann nämlich kurz wieder mal gefangen, so ein bisschen, aber auch nur irgendwie, das war so die nächsten zwei Alben danach, so, die ich dann in Holland auch gemacht habe, so, da ging es wieder so ein bisschen, weil ich da so eine Truppe hatte, die mich ein bisschen in die Spur gekriegt hat und die waren auch ein bisschen strenger und da habe ich mich angepasst. Aber ey, zu Magnolia ging es mir so schlecht, Also Mann. vom Alkohol meinst du jetzt? Yes, ja, und ich habe natürlich auch hin und wieder mal die eine oder andere Nase geballert. Achso, also du hast auch Mischkonsum gehabt mit Kokain, ja? Ja, aber das habe ich, ja, hatte ich, aber das, also, boah, ich hasse das darüber zu reden, weil das auch so asozial einfach. Ja, ich habe natürlich auch Kokain konsumiert, aber das war was, das konnte ich von heute auf morgen abstellen. So, das habe ich, ja, ich hab gesagt, ey, du, das ist mir zu viel und zu gefährlich jetzt. Was Aus. würdest du denn, die Frage wollte ich eigentlich später stellen, aber weil sie jetzt passt, deswegen. Ich weiß nicht, ob du das ein, also wie du das einschätzt, Konsum von Drogen allgemein, egal ob legal oder illegal, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wie verbreitet ist das im Musikbusiness? Ja, voll. Durch die Bank natürlich, klar. Also, wenn du eine prozentuale Zahl sagen müsstest, wie viel Prozent im Deutschrap, sagen wir jetzt mal, konsumiert regelmäßig irgendwelche Substanzen? Das möchte ich nicht sagen, weil da setze ich mich, weißt du, setz ich mich auf Nesseln, Alter. Also ich kann den Leuten nichts unterstellen, ich weiß es nicht. Ich kann nur von dem sagen, was ich halt erlebt habe auf Partys, Ja, wo ja. die. Nee, ich will gar nicht, dass du Namen nennst, nur so ein Gefühl, so eine Ich weiß, prozentuale Anzahl. ich kenne nicht alles. Von daher, ich kann dir sagen, dass auf den Partys, auf denen wir waren oder sowas, auf jeden Fall so gute 70% da konsumiert haben. Auf jeden Okay, Fall. okay, So. okay. Aber was ich so wahrgenommen habe, war es meistens Koks. Also ich zähle jetzt Kiffen nicht als irgendwie krasse Droge. Ne? Also weil Ja, Kiffen ich weiß, was du ist meinst. Nee, erlebbar. ich frag aber auch deswegen, weil als Abhängiger hat man ja oft den Effekt, ich weiß nicht, ob du das kennst, man sieht ja im Außen, also man konsumiert, man selber findet das vielleicht auch problematisch, dass man konsumiert oder wie man konsumiert, aber in gewissen Zeitfenstern, wenn man auf einer Feier ist, dann sieht man das bei anderen auch und dann relativiert das einen so wieder, dann denkt man wieder, ist doch normal, Alter, ich mache ja nichts anderes wie andere auch. Ja, das Ding ist, das hatte ich natürlich auch und ich habe viele Leute getroffen, die meiner Meinung nach auch viel mehr getrunken haben als ich und konsumiert. Zum damaligen Zeitpunkt, später sicher nicht mehr. So, da war ich unschlagbar. Aber zu dem Zeitpunkt und auch regelmäßig, aber die halt dann nicht abhängig wurden. Ne? Mich hat es halt erwischt.
Würdest du, ey, danke, das ist eine Steilvorlage, weil ich habe mir oft die Frage gestellt, warum wurde ich abhängig? Kannst du das sagen, warum du, also kannst du das für dich selber beantworten, warum du? Bei mir war es natürlich auch die Psyche, weil ich halt so ohne nicht konnte, einfach so. Und ich habe mir halt eingeredet, wenn ich das nicht mache, dann schaffe ich meine Kunst nicht. Danke, danke, dass du das sagst, weil ich glaube, dein Wort hat auch nochmal ein sehr großes Gewicht, weil ich sehr oft auf dem Kanal, und das muss ich immer wieder gebetsmühlenartig den Leuten sagen, es ist nicht damit getan, dass du aufhörst zu konsumieren, das sage ich jetzt nicht dir, aber auch vor allen Dingen den Zuschauern, und dann einfach sagst, ich konsumiere nicht mehr, es steckt immer was hinten dran, irgendein Thema ist es, Mann, was dich dazu gebracht hat. Und das musst du herausfinden, also das habe ich jetzt nur allgemein mal, weil es hier an der Stelle passt. Ja, du musst generell viel ändern. Also das mit Aufhören, ist das da, das ist der Weg, also nachdem du den Zug gemacht hast, da fängt es ja erst an. Ja, genau. Ey, danke, dass du das sagst. Da sage ich auch immer, das ist der Startpunkt. Das ist der Startpunkt. Das bisschen Kotzen und Schwitzen und was ist ich, was in der Klinik, mein Gott, das ist ja Kinderkacke gegen das, was danach kommt. Mann. Also bei mir war es halt so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir war es so, bei mir kam der richtige Kampf kam danach. Ey, dazu kommen wir gleich. Lass uns mal chronologisch weitergehen. Weil du dann gesagt hast, okay, du hast gemerkt, du bist körperlich abhängig, du hast gemerkt, du hast Entzugserscheinungen, du musst dagegen trinken, um zu funktionieren. Das Fatale ist noch, es funktioniert alles. Bei mir war das ähnlich, ich habe auch mal eine Arbeit gehabt, dann war ich mal eine Woche krank geschrieben, dann war ich 2 Wochen krank geschrieben, dann habe ich getrunken, bin zur Arbeit, habe gemerkt, das alles, das gleitet mir gerade aus den Händen. Gab es diesen Moment bei dir, wo du gemerkt hast, Alter, ich krieg das nicht mehr hin, die Musik, es gleitet mir aus den Händen? Ja, weil natürlich Probleme entstanden, auch so, also ich habe, ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht gemerkt, dass gewisse Dinge dann einfach auch nicht laufen oder habe sie mir dann halt einfach so, ich habe es halt dann, wenn Probleme kamen, auch dann halt einfach mehr getrunken und dann war es irgendwie wieder in Ordnung. Ja. Und dadurch ist halt, hat sich natürlich auch viel angesammelt und dann hat es halt angefangen, hier zu kriseln, da zu kriseln, auch geschäftlich. Privat, so irgendwo an allen Ecken und Enden war irgendein Problemchen. Ne? So, dass ich aber dann halt mit Alkohol irgendwie so wieder weggetrunken habe. So, und ja, mache ich schon, mache ich dann und dann. Und Also du meinst, du wurdest unzuverlässig zum Beispiel? ja, in gewissen Dingen schon. So, Menschen, die mir halt wirklich viel bedeutet haben, denen gegenüber nicht, aber so, ich war dann halt trotzdem oft ein Ekelpaket, so zu den Menschen, die mir am nächsten waren. Aber Ekelpaket, aber guck mal, ich finde das immer, sorry, wenn ich da so, aber ich finde das immer sehr interessant. Ekelpaket, du bist ja eigentlich kein Ekelpaket, so wie ich dich jetzt hier kennenlerne, aber die ab, genau. Aber waren das die Entzugserscheinungen, die dich zum Ekelpaket gemacht haben? Nee, die hatte ich ja nicht, weil wenn ich welche hatte, habe ich getrunken. Okay. So, guck mal, ich musste ja nicht, wie, ich musste ja nicht zur Arbeit um 9 und musste mich da zusammenreißen. Ich habe mein Job war ich. So, das heißt, wenn ich Bock hatte, habe ich um 8 Uhr morgens was getrunken. Mein Gott, ja und? Ich glaube, das ist nochmal, ich glaube, also so male ich mir das aus als Selbstständiger, als Musiker, der sich seinen Tag weitestgehend, so denke ich das, selbst planen kann, seine Termine selbst planen kann und nicht, wie ich zum Beispiel oder viele andere Menschen, ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen, scheiße, ich habe noch 3 Stunden gepennt, ist eine andere Kiste, was vielleicht dazu verleitet, dass man es länger macht, bevor man sich Hilfe holt, kann man das sagen? Weil es länger funktioniert. Ja, es hat ja nicht funktioniert. Na, aber die Überwindung, dahin zu gehen, guck mal, ich war generell so, ich war immer der Dude, auf den man sich verlassen konnte. Wenn irgendwo was war, ein Problem, ich war der Problemlöser. Oder wenn es auch Stress gab, so, natürlich hast du dann immer ein bisschen auch Stress oder musst hier mal, dann geht es auch immer wieder mal härter zur Sache. War ich ja nicht immer der vorne, na, der vielen den Arsch gerettet hat. Oder sonst was, wenn es mal heiß herging. Und das wollte ich aufrechterhalten. Ne? Und als ich dann gemerkt habe, das funktioniert nicht mehr so, und dann hat sich natürlich auch, ich weiß auch nicht, das waren so komische Situationen. Ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Ne? Also ich habe halt gemerkt, irgendwie geht gerade alles den Bach runter, aber ich kann nicht aufhören zu trinken, weil sonst funktioniere ich nicht. Obwohl ich schon nicht mehr funktioniert habe. Aber so, das ist halt so, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Voll. Und dann machst du halt einfach so weiter, ne? Du machst halt einfach weiter und es wird halt immer schlechter und schlechter. So, dein Verhalten wird immer schlechter. So deine
Warst du frustriert? Also, aber hast du selber, weil ein Phänomen, das. Habe mich gehasst. So, ich wusste, was ich für ein Räudiger bin. So, es ist ja. So. Ey, ich bin eigentlich, hey, so kann ich auch sagen, ich bin fucking eitel normal. Ne? Also deswegen gehe ich auch trainieren, mach dies, mach das so. Das sieht ja auch gut aus, also kann man ja sagen. Danke. Also die Nee, Ärzte aber. noch vorstellen, so, die mir auch geblieben sind vom Trinken. Oder? Aber das wird alles noch bearbeitet. So. Aber so, aber das habe ich alles schleifen lassen. Weißt du, das war mir alles dann irgendwie nicht mehr wichtig für mich. Irgendwann kam der Punkt, da hat sich so viel darum gedreht, wie und wann ich wo was trinken kann, dass, weißt du, also schon so eine Planung. Ich wusste, ich muss das und das machen. Also ich sage mal so, ich habe ein Meeting beim Label, wir müssen das und das bequatschen. Wie viel muss ich trinken, dass ich locker bin, gut quatschen kann, aber nicht besoffen wirke? Wie viel muss ich um diese Uhrzeit getrunken haben? So habe ich mir das ja eingeteilt, Mann. Ich kenne das. Das Und ist ist das und so und dieser Planung, ich kenne das alles, was du beschreibst, wirklich, deswegen ich fühle das total. Und irgendwann kommt der Punkt, da geht diese Planung mal schief. Also natürlich. hast du das erlebt, Ja, dass du klar. dann halt dann doch betrunken warst und man es dir angemerkt hat? Natürlich. Also, ja, angemerkt und gerochen vor allem. Also man riecht es ja auch. Also, ganz ehrlich, so jetzt wo ich lange nicht mehr trinke, so ich rieche auf 10 Meter, wo jemand getrunken hat. So, ne? Und ich habe mir gedacht, Genauso. schon keiner so. Ich trinke Wodka, riecht man nicht. Blödsinn. Könntest du so eine Situation mal beschreiben, wie die ausgesehen hat, wo du einen Termin hattest, vielleicht auch einen wichtigen Termin hattest, einen Auftritt oder Viele. irgendwas? Viele. Ja? Ja, Mann. Aber ich wurde so natürlich bin ich jetzt nicht der Typ gewesen, dem man unbedingt sagt, ey, du bist besoffen. So. Ich war jetzt auch nicht so der leichte Umgang. Ja, also Okay, also Thema Ekelpaket ja, musst du. ich habe gemerkt, dass die es bemerken, ne? Und dann ist halt das Verhalten auch anders der Menschen. Also Scham, hast du dich selber geschämt, weil du gemerkt hast, die anderen checken das? Nee, irgendwann hat es angefangen. Das war eben das, was viele Menschen dann auch verletzt hat, dass ich mir dachte, die sind alle gegen mich. So. Ich habe mir das so eingeredet, ich habe dann eine richtige Psychose entwickelt. Ich gegen die ganze Welt, alle sind unfair zu mir. Ne? Was für ein Schwachsinn. So. Aber so habe ich es mir eingeredet. So habe ich auch die Menschen in meinem Umfeld behandelt. Ne? Ihr seid gegen mich quasi. Obwohl mir halt alle im Grunde auch nur was Gutes wollten. Also du meinst, viele wollten dir die Hand reichen und du hast diese Hand eigentlich als Waffe gesehen. Ja, voll. Und sie natürlich auch tausendmal weggeschlagen. So, weißt du? So. Menschen haben mir Briefe geschrieben. So, das ist, weißt du, so im Nachhinein denke ich mir, Alter. So, Menschen haben mir Briefe geschrieben. So, Freunde. Einfach Menschen, die mir am Herzen liegen, haben mir Briefe geschrieben, wo sie mir wirklich ihr Herz ausgeschüttet haben so. Und mir auch geschrieben haben, wie krass sie sich Sorgen um mich machen und dies. Und Wie dachte, hast du darauf reagiert? ja, jetzt habe ich natürlich in dem Moment gerührt und versprochen, so, okay, fuck, jetzt ist der Punkt, ich bessere mich so. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn du dir keine Hilfe suchst, du besserst dich nicht. Also das funktioniert vielleicht einmal von einer Million, dass es jemandem gelingt, dass er sagt, okay, so ich mache jetzt und dann ist es vorbei. Habe ich ja oft genug probiert selbst. Ich wollte ums Verrecken nicht in eine Klinik gehen. Das wäre mein, also für mich war das so, das wäre das Zugeben absoluter Schwäche. Ey, Na, so und danke, viele. dass du das so auf den Punkt bringst, weil viele empfinden das so. Viele empfinden das genau so. Man empfindet das als Niederlage, kann man sagen. Voll, dass du eigentlich aber der Schwache bist, wenn du es nicht machst, so, weil es erfordert auch verdammt viel Mut, dahin zu gehen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin Alkoholiker, ich brauche Hilfe. Ja, Mann. Das ist Und viel Mut. gerade, und ich glaube gerade, wenn man ein Jacuzza ist, weil jemand, ich meine, jeder hat was in seiner Welt für sich subjektiv zu verlieren. Aber vielleicht kommt bei dir, oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt, kommt bei dir noch der Punkt hinzu, öffentliche Wahrnehmung. Das ist noch, das ist ja nochmal, das ist ja, und Die da. Sprache, ich wusste doch, du kennst doch Rapper. Also ich wusste doch, wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass ich in eine Klinik auch noch gehe, was da los ist, Mann. So. Hat das keiner mitbekommen, das aus der Öffentlichkeit? Wurde das nirgendwo geschrieben, keine Zeitung, irgendwas gedruckt oder so? Was? Dass ich in der Klinik war? Oder dass Ja. ich ein offenes Arschloch war? Beides, ich weiß es Und nicht. zweitens war es ja in Interviews gesehen. So. Es gab ja auch Interviews, die waren furchtbar. Ne? Also so
Da hat man es ja gesehen, gemerkt, bla. Und auch, ich habe damals auch Thibaut, mit dem ich zu der Zeit, dass es schon richtig schlimm wurde, habe ich noch zusammengearbeitet. So, der hat sich ja auch aus Verzweiflung mal an die Öffentlichkeit gewendet, so dass man an mich halt einfach nicht Echt, rankommt. ja? Debo ist an die Öffentlichkeit gegangen. Also nur für die Ja, Leute, das Debo war übel genommen, Mitbegründer von EGJ, hat ne? ihm den Todesübel genommen. So. Ja, aber. Also das heißt, es gab aber Weggefährten und Kollegen von dir, die haben dir schon versucht zu helfen. Ja, viele, viele. Aber ey, wenn du selber nicht willst, was, also, dann funktioniert das einfach nicht. So. Ganz ehrlich, du verletzt die Menschen, die du wirklich auch liebst und die dir nur Gutes wollen. So. Das ist Voll. so. Du machst das, aber ey, du bist jemand anderer in dem Moment. Ne? Also du bist jemand anderer. Wenn ich mich jetzt betrachte, dann betrachte ich mich von außen, wenn ich gucke. Also ich gucke mir das jetzt nicht mehr an, aber ich musste irgendwann mal da durch und habe mir Interviews von mir angeguckt. So. Das ist unfassbar, was ich da gefühlt habe, was ich das gesehen habe. Ich habe da einen anderen Menschen gesehen. So. Ich dachte Guck mal, der niemals große, bin das ich. ein großer Unterschied zwischen dir und mir ist ja auch, guck mal, heute bereue ich das ein bisschen. Es gibt aus den letzten 3 Monaten, bevor ich in die Entzugsklinik gegangen bin, kein Foto von mir. Ich habe nicht ein Selfie von mir geschossen. Es gibt nichts, es gibt nichts Dokumentiertes, weil, genau wie du sagst, ich habe mich zu der Zeitpunkt selbst gehasst. Ich konnte mich nicht sehen, ich konnte mich nicht ertragen, ich wollte mich nicht ertragen, ich wollte das auch nicht dokumentieren oder sonst irgendetwas. Heute wäre es vielleicht ganz cool, mir das anzuschauen, wie ich mal gewesen bin. Bei dir ging das ja nicht. Also bei dir wurde das ja automatisch dokumentiert, wie du warst. Ja, ich habe mir die Dinge aber schon bewusst dann auch im Nachhinein nicht mehr angeguckt. Ich habe Musikvideos gedreht und habe mir die dann nicht mehr angesehen. Früher voller Stolz saß ich davor und dachte mir, krasses Video, also alles gut war, so, war cool und hier und nachher wusste ich ganz genau, wie ich aussehe, also, und dass man es mir ansieht. Genau, aber genau, sag mal, inwiefern hat man dir das angesehen? Warst du aufgedunsen? Hast du mit den Augen. Also natürlich diese ewig verschlafenen Augen, die man halt hat. Okay, das habe ich jetzt noch ein bisschen, aber ich bin jetzt auch alt. Aber natürlich die Augen, aufgedunsenes Gesicht, einfach, ja. Also ich hatte immer, hattest du das gehabt? Ich hatte immer so, ich nenne es glasige Augen. Ja, natürlich, klar. Ey, Von und ich hatte, morgen. So. ich hatte zu der Zeit, ich werde das nie vergessen, so eine Situation, und das würde mich mal interessieren, ob du das hattest, weil man versucht, seinen Zustand ja immer so zu kaschieren. Also merkt man, dass ich scheiße aussehe, merkt man, dass ich glasige Augen habe, merkt man, dass ich mitgenommen bin, dass es mir nicht gut geht. Man will das verstecken. Und ich hatte eine Familienfeier gehabt, bin da hingefahren, habe mega glasige Augen gehabt. Ich weiß noch, die war um 12 Uhr, ich bin gerade aufgestanden, und meine ehemalige Lebensgefährtin, ich habe der vor diesem Feier, wir hatten im Auto auf dem Parkplatz gestanden, und ich habe da die ganze Zeit gesagt, ey, sehe ich normal aus? Ey, sehen meine Augen glasig aus? Dass die das checkt, dass die das so überprüft. Und ich habe mich so geschämt, da reinzugehen, weil ich dachte, oh mein Gott, die ganze Familie sieht jetzt, was ein Zustand ich bin. Ja, kenne ich Kennst du gut. so Situationen? Ja, auf jeden Fall oft. Oft. So gerade mein engeres Umfeld, weißt du, wenn die schon irgendwo waren und ich bin dazu gestoßen, wusste schon jeder ganz genau, was los ist, wenn ich ankam. So. Scherze, Mann, Alter. Mit einem Blick und dann schon wieder so. Oh. Weißt du, also gar nichts mehr sagen. Ach, So. die haben dir das auch gezeigt, so. Ja, natürlich, klar. So. Und vor allem meine damalige Freundin auch. So. Weißt du, die wusste ja auch Bescheid. Ich habe ja gerne so irgendwie. Also ich habe nie ausgesprochen, so fuck, ich bin süchtig, weißt du, also später dann schon. Am Anfang so, ich wusste halt trotzdem jeder Bescheid, ne? Aber guck mal, es gibt ja zwei Arten, damit umzugehen. Weil jetzt würde ich nochmal anknüpfen an einen ganz wichtigen Punkt, den du gesagt hast. Es gibt ja eigentlich schon prinzipiell, ja, vielleicht mehrere Arten, damit umzugehen. Es gibt einmal, dass man das einsieht, das passiert selten, dass man sagt, ja, ihr habt recht, und sowas. Oder es gibt dieses, dass man auf Gegenangriff geht. Das, was du gesagt hast, dieser Auch. Wahn. Ihr habt alle was gegen mich, ihr macht doch nur, meine Karriere kaputt, ihr, was weiß ich, was wollt ihr überhaupt von mir? Dieses auch völlige blödsinnige Argumente eigentlich bringen, die gar keine Argumente sind, ne? Das kam auf die Laune davon. So manchmal war ich demütig, so, aber natürlich, wenn ich auf Konfrontation war, dann ging es halt zur Sache. Und dann hast du die Leute auch sozusagen, weil du hast gesagt, wie so eine Psychose fast. Also du hast sozusagen bei den Leuten, ja, die Schuld, kann man sagen, die Schuld gesucht oder sozusagen die angegriffen dafür, dass die dich überhaupt darauf ansprechen. Wollen mich fallen sehen, so, weißt du? Und sie wollen ja nur das Böse in mir sehen und merken gar nicht, wie gut ich eigentlich zu ihnen bin. Obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt, weißt du, es gab Zeiten, da war ich gut zu denen, so, und bin es wieder. Aber zu dem Zeitpunkt war ich zu niemandem mehr gut.
So, ich Aber habe man, keine Belastung, Mann. So, das sieht man mir ja. an. So, wenn ich mir denke, wenn ich jetzt so einen wie mich in meinem Umfeld oder geschweige denn in der Wohnung hätte, mein Gott, so was für eine Scheißbelastung. So. Scheiße, Mann, Alter. Ja, und vor allen Dingen, man findet ja immer Argumente. Also ich meine, du sagst das ja jetzt so aus der Reflexion, weil du es jetzt verstehst. In dem Moment hast du das ja nicht so empfunden, ne? Das heißt, man hat auch immer, guck mal, ich habe immer Argumente gehabt, zum Beispiel, ich gehe ja noch zur Arbeit. Das heißt, du hättest ja bestimmt wahrscheinlich auch immer zu irgendeinem Kollegen sagen können, was willst du überhaupt? Ich schreibe doch gute Texte. Das war so Totschlagargument wahrscheinlich, ne? Ja, genau, bis dann eben dieses Album kam, dieses Blackout 2, wo alle gesagt haben, ey, das ist ja grottenschlecht und scheiße, Mann. Aber fandst du es in dem Moment auch scheiße? Als wir es aufgenommen haben, nicht. Danach, auch, nein, ich glaube nicht, also ich kann mich dann gar nicht mehr so erinnern, nee, ich glaube nicht, ich dachte, nee, stimmt, genau, weil ich meinte, nee, die sind alle blöd, die peilen nur den White nicht. Wow, Mann. Es hört sich jetzt witzig an, aber eigentlich ist es ja. Nee, es ist ja alles andere als witzig. Jetzt kann ich drüber lachen, was ist drüber lachen? Ja, man muss ja auch über gewisse Sachen einfach lachen Aber können. hast du, guck mal, bei Kollegen vielleicht, wo man vermuten könnte, die haben ein Problem, hörst du das aus der Musik heraus? Dave. Ja? Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ich sehe Also das. man hat schon so eine Sensibilität dafür. Ja, natürlich. We recognize real, sagt er. Bitte, bitte? We recognize real. Also, weißt du, echt erkennt echt. Ach so, ja, klar. Sick, du kennst bestimmt Sick, Schere, Stein, Papier, ja, auch, ne? Der hat mal einen geilen Satz gesagt, man erkennt seine Schweinchen am Gang. Und den kannst du nicht verstecken, weil du läufst halt so, wie du läufst. So, ne? Das, so ähnlich in dieselbe Kerbe schlägt das. Ich würde gern gleich zu dem Thema kommen, Alkoholentzug und wie du dann in die Klinik gegangen bist und so. Ne? Ich würde ganz kurze Pipi-Pause machen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit Wasser getrunken. Zwei Minuten Pipi-Pause, ist das okay? Okay, alles klar. So, ich würd gern mal auf den Punkt kommen. Haben wir ja schon ein paar Mal angedeutet. Wann war oder wie kam es zu dem Moment, dass du gesagt hast, okay, ich muss in eine Klinik, weil du gesagt hast, du hast das als Schwäche empfunden, als Niederlage empfunden und dann kam es ja irgendwie zu diesem Moment. Wie hat der ausgesehen? Ja, es war halt schon so, dass ich alles verkackt hatte, ne? So, also irgendwie 90% aller Freundschaften zerstört, plus Beziehung zerstört, dies, das zerstört, Karriere zerstört, finanziell am Arsch, weil ich nicht mehr fähig war, meine Sachen zu managen, ne? Irgendwie lag Geld wo rum, ne? Ich war aber nicht mehr fähig, da ranzukommen, weil ich einfach diesen Weg nicht mehr geschafft habe, diesen Bürokratie Kommunikation, meinst du? ja, Bürokratie und die Kommunikation einfach per Mail und sonst was. Also ich habe das nicht mehr zustande gebracht. Und dann war es so, ich war in Österreich und es war auch direkt der 1. April 2018. Habe ich mir das Bein richtig mies gebrochen. So, ja, und das Bein war Matsch. Ich hatte dann eine OP, bla, und der Bruch richtig schwer und konnte dann halt nichts mehr machen. Ja. Ich hatte Hardcore-Schmerzen, bla, und dann wurde halt das mit dem Trinken noch schlimmer. Ne? Also ich muss so. Aber in der Klinik, als du operiert worden bist, hast du ja nichts getrunken, oder? Doch. Hast du im Krankenhaus getrunken? Ja. Ich Wow. hab. Ich, ja. Weil ich sage das deswegen, weil ich hatte auch diesen Moment, dass ich operiert worden bin. Und ich habe es in der Zeit nicht getrunken, was aber auch schlimm war, weil ich dachte, dann hast du ja kein Problem, dann habe ich weitergesoffen. Ich habe einen Tag nicht getrunken da drin, einen Tag vor der OP. Und ich, boah, Alter, mir ging es so räudig. Also, und die Ey, ey, Schwester sag mal. hat das auch gemerkt und sagte zu mir: Sie, was ist mit Ihnen los? Und so, nix, mir geht es einfach nicht gut, ich habe keine Ahnung. Die hat mir dann Ey. Mittel gegeben, entweder hat die gecheckt, was mit mir los ist, so, die hat mir Mittel gegeben, mir ging es dann besser und ich konnte diese OP Okay. durchziehen. Na, aber. Und dann bist du ja sowieso, du kriegst ja Morphium, was weiß ich, dann bist du ja erstmal 2 Tage sowieso irgendwo anders und direkt, als ich wach war, ging es halt weiter. Aber das heißt, du bist dann aufgestanden aus dem Bett Konnte zur ich nicht, Klinik. ich hatte jemanden, der mir was gebracht hat. Okay. Aber das war ja dann der Moment gewesen, wo dir völlig klar gewesen ist, dass du
total abhängig bist, oder? Dass ich am Ende bin, so, dass ich abhängig bin, total, das wusste ich schon vorher. So, weil ich hatte ja vorher schon versucht, alleine loszukommen. Ne? Also ich habe ja einen Kalten gemacht, nicht einmal. Echt, ja. Ja. Ich habe es einmal geschafft, dann so, keine Ahnung, 3 Wochen. Wie lange ging das, der Beim kalte ersten Mal habe ich Entzug? 3 Wochen durchgehalten, so beim ersten Mal. Das war, weiß ich nicht mehr, ich weiß die Daten nicht mehr. Mir fehlen tatsächlich auch ein bisschen so ein paar Teile aus, also ich kann sagen, die letzten 2,5 Jahre, in denen ich getrunken habe, also ich habe dann Ende 2018 den zweiten Entzug gemacht, aber so 2016, Mitte 2016 bis dahin oder so Anfang vielleicht sogar, fehlen mir voll viele Teile, also kann ich nicht mehr zusammenbasteln. Ja, und naja, auf jeden Fall lag ich dann halt da rum, ne, und musste abwechseln, so, ich konnte ja nicht mehr alleine wohnen, weil ich halt diesen Gips hatte. Ich hatte dann so, keine Ahnung, ich bin fast ein Jahr auf Krücken gelaufen, ne, und ich konnte halt nichts machen, musste dann abwechselnd bei meinem Vater und bei meiner Schwester wohnen, weil ich alleine nicht wohnen konnte. Ich konnte ja nichts machen. Also, ne, und Geld futsch und hier futsch, alles Banane. So, das Finanzamt klopft an, die Steuern hier, boah, ey, was für eine Katastrophe, was da irgendwie los war. So, und dann wurde es mehr, ne? Dann habe ich zum Schnaps gegriffen. So. Dann wurde es halt wirklich so, dass ich, ey, ich habe easy, also meine 10 Bier sowieso, ne, pro Tag plus eine Flasche Wodka, wenn nicht mehr. So. Und direkt nach dem Aufstehen halt, das ist ja das Aber so. du warst ja nicht mobil, das heißt, es wurde dir gebracht, oder was? Es wurde Ja, dir. ich bin mit Krücken, ich habe meinen Rucksack geschnappt, so und ohne, so, wenn die irgendwie aus dem Haus waren, bin ich halt zum Laden und habe mich da wieder gebunkert und bin wieder nach Hause. So. Aber weil es mich persönlich interessiert, weil du halt, ich komme wieder auf das Thema zurück, eine Person des öffentlichen Lebens bist, hast du auch in dem Zeitpunkt nicht die Befürchtung gehabt, es könnte dich jemand sehen? Es haben mich Leute gesehen. Auf jeden. Die haben mich auch angequatscht, so was los ist und keine Ahnung. Aber es war mir egal zu dem Zeitpunkt. Fakt ist, ich wollte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr leben. Es war mir egal, was mit mir passiert. Ich habe jeden Tag gehofft, dass ich am nächsten Tag nicht mehr aufwache. So. Scheiße, Mann. War so. Also es war der Punkt gekommen, da hatte ich alles zerstört. Ich hatte alles zerstört, was ich hatte. Also tief, tief depressiv eigentlich auch, ne? Komplett. Ey, ich hatte so Depressionen, wenn ich nachgedacht habe und alles irgendwie so, das war ein ständiger Sturm in meinem Kopf, dass ich teilweise gekrampft habe. So. Ich habe mich Krass. verkrampft, weil ich halt weil alles so krass war im Kopf, ne? Auch hattest du auch Panikattacken gehabt? Als safe, ist ständig. Scheiße, Mann, ja, Alles ich. durch die Bank, so Essstörungen sowieso vorher schon dazugekommen. Genau das wollte ich dich fragen. Konntest du essen noch zu dem Zeitpunkt? Nicht mehr wirklich. Also mein Glück war, dass ich mich vorher immer gut ernährt habe. So. Ich hatte aber dann trotzdem eine Essstörung entwickelt, schon auch wegen der Psyche und so, also eine richtige. Ja. Dann wurde das wieder normaler, aber dann irgendwann da habe ich aufgehört, auch zu essen. So. Aber ich habe halt Vitamine genommen. Okay, Ja. das heißt, zu diesem Zeitpunkt, du warst auf Krücken, hast dir deinen Alkohol besorgt und dann, wann kam die Phase, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr weiter? Mann, es war, der Zeitpunkt war, ich hoffe, die ist mir da nicht böse, aber meine Schwester saß irgendwann mal so weinend neben mir, weißt du? So, und ich wusste, irgendwann habe ich so gemerkt, so, also es wussten alle, was mit mir los ist. Ich habe dann auch offen darüber geredet mit meiner Familie und zu allen Ängsten und so weiter und haben gesagt, ey, so sieht's aus, Mann, ich bin schwer abhängig. So. Ich muss irgendwas tun. So, hab aber das immer ein bisschen durch Ausreden und so weiter immer weiter rausgeschoben, ne? Bis meine Schwester halt dann mal rein neben mir saß und ich wusste, ey, die haben mich eigentlich auch schon aufgegeben, weißt du? Die haben alles versucht irgendwie, aber ich habe auch verstanden, dass die mich aufgegeben haben, weil es einfach keinen Sinn machte, ne? Ich habe mir nicht helfen lassen. Also das war dann der Punkt, wo ich dann abgemacht habe, okay, ich rufe da jetzt an. Das war so eine Hilfe, aber also das war jetzt nicht die Klinik, das war so eine Hilfe, weil ich dachte mir, okay, ich gehe da hin. Dann wird die mich beraten und wird mir vielleicht, dann wird alles gut. Ja? Und das hieß ABS, Alkoholberatungsstelle. Ne? Und dann habe ich da ein Datum bekommen so, und bis dahin habe ich natürlich, okay, das war mein Datum so, und dann hat sich quasi trotzdem, dann wusste ich, okay, ich habe jetzt Also endlich. Datum, mit Datum meinst du jetzt das Datum für die Entzugsklinik, das meinst Nee, du? das hatte ich da nicht so. Das war für die Okay. Beratungsstelle. Ne? Und ich dachte, Okay. wenn ich da hingehe, ich hatte ja keine Ahnung von dem Ganzen. Ne? Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und ich dachte mir, wenn ich da hingehe, dann wird eh alles gut und easy. Ich muss nicht in die Klinik, Hauptsache nicht Klinik. Und ja, auf jeden Fall hatte ich dann den Termin. Das war irgendwie so 4 Wochen später. Und bis dahin dachte ich mir, ja, jetzt habe ich wenigstens was gemacht, aber jetzt trinke ich noch bis dahin und dann wird eh alles gut. Ne? Und dann natürlich auch krasser als vorher.
Weil irgendwie, ja, und dann bin ich dahin. Wir sind da hoch und dann kamen das Psychologen, die da arbeiten und so. Ne? Und die meinte zu mir, ey, vergiss es, du bist hier komplett falsch bei uns. Du musst in die Klinik. So Genau geht. das, was du nicht hören wolltest. Genau das. Also, fuck, Alter. Ja, so, meine Schwester guckt mich halt so an, ja, was machen wir jetzt? Ich meine, sie sagt, ey, ich habe es dir versprochen, okay, wir fahren in die Klinik. So, jetzt. So, dann hat die da angerufen, ich bin dahin, meine Schwester hat mich dahin gefahren. Sofort, am selben Tag hast du das gemacht? Von dem, Krass. ich habe es meiner Schwester versprochen, an dem Tag löse ich dieses Problem irgendwie, ne? Ja. Und ja. Dann sind wir dahin, dann sind wir in die Klinik, ne? Und dann musste ich da erstmal natürlich dieses Interview, das kennt jeder, mal schön in die Röhre blasen. Dann hatte ich da irgendwie 3,8 Promille. Wow, okay. Aber normal. Also normal. So. Die hat da drauf geguckt und konnte es nicht glauben, ne? Dass ich überhaupt nur irgendwas machen kann. So, ich war aber normal. Ja. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, dann meinte sie, ja, sie müssen so, sie kriegen Bett bei uns und dies und das. Und ich dachte mir, wäre easy, okay, komm, wir fahren. Dann sage ich noch zu meiner Schwester, komm mal, wir fahren jetzt nochmal nach Hause, ich packe eine Tasche, dachte mir schon, ja, okay, komm, dann trinke ich noch einen nix. Also die haben mich da nicht mehr weggelassen. Ich meinte, ey, die fahren jetzt nirgendwo hin, sie sind ein Notfall. Ja, und dann war ich da drin. In was für ein krass, also ich habe dich jetzt extra bewusst aussprechen lassen. Es gab so viele Stellen, wo ich hätte einhaken können, weil Okay. es gab bei mir auch diesen Moment. Im Prinzip, was du beschreibst, ich sehe auch gerade Parallelen zu mir. Es gab diesen Moment nach der Klinik, du lässt dir in der Klinik Alkohol liefern, du merkst dann zu Hause, das Umfeld merkt es, deine Schwester irgendwann weint neben dir und sagt, ey, du musst dir Hilfe holen und sowas. Ne? Es gibt diesen Moment, wo man eigentlich weiß, man braucht Hilfe, es kann so nicht weitergehen. Also man weiß, es geht eigentlich, irgendwie muss man was machen, man muss was ändern, aber es braucht so einen Impuls. Das war vielleicht deine Schwester. Bei mir war es da meine damalige Lebensgefährtin, die gesagt hat, Alter, ich habe Angst, dass du morgen, wenn ich nach Hause komme, hier tot liegst in der Wohnung. Generell, es waren alle Menschen, die mir im Herzen lagen, so zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, es gibt ein paar Menschen, die liegen mir im Herzen, für die muss ich das jetzt machen, so scheiß auf mich. So, da geht es jetzt nicht mehr um mich, so ich belaste gerade alle. Ich mache deren Leben zur Hölle. So, erstmal, so macht sich jeder Gedanken und zweitens bin ich auch unerträglich. So, wer will so einen besoffenen Typen bei sich zu Hause haben? Niemand. Na? Aber weil du sagst, du wolltest, nee, du, ja, wie hast du es ausgedrückt? Du wolltest nächsten Tag nicht aufwachen oder du wolltest nicht mehr leben. Mir egal gewesen, ja. So. Also, aber wie nah warst du tatsächlich an diesem Punkt gewesen, dass das passiert wäre? Sehr nah. Du hast ja die Untersuchungen dann danach, ne? Und die meinten dann so, ja, mein Freund, so 3, 4 Wochen, wenn du so Haben die es weitermachst, so dir gesagt, ja? dann wirst du Flügel bekommen, ne? Auf jeden Boah. Fall. Das war so der Spruch. Kannst du dich erinnern, ey, weil es mich wirklich, du musst das nicht sagen, ne? Also, was sehr persönlich. Ich habe keinen. Ich kann Kannst du gerade. dich, okay, kannst du dich an deine Blutwerte erinnern? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich habe das auch nie angeguckt. Also ich wollte am Okay. Ende des Tages, wollte ich wissen, wie sieht es aus mit den Organen und so weiter. So, und ich hatte so Glück. Ich hatte so Glück, es ist nichts. So. Wow. Also zu dem Zeitpunkt schon, aber mir ist nichts geblieben. Ne? Also es war alles Okay. vergiftet, klar. Ja. Hast du, aber hast Ich habe du. ja nichts getrunken außer Alkohol. Also ohne Scheiß jetzt mal, ich habe nichts getrunken tagsüber außer Alkohol von morgens bis abends. Ne? Nicht ein Schluck Wasser. Ich Ja, bin aufgewacht und habe mir kenn 2 Bier reingezogen und 2 kurze, sodass ich überhaupt mal irgendwie aufhöre zu zittern. Ne? Also. Sag mal, kanntest du das sogenannte Morgenerbrechen, dass dir morgens direkt schlecht geworden ist und erst als du was getrunken hast, dann ging es langsam? Ja, also ich habe direkt halt was getrunken. Ne? Also mir war schon, ich bin aufgewacht und mir war übel. Also, aber da war ja schon alles, da war ich ja schon schweißnass, ne, wenn ich aufgewacht bin. Und ich habe gezittert so und ja. Wow. Weil ich hatte dieses, das nennt sich Alkoholiker-Trockenkotzen. Ich hatte jeden Morgen, ich bin aufgewacht, habe jeden Morgen erstmal mich übergeben, aber da kam nur Galle, weil ich eh nichts gegessen habe. Da kam nur Galle raus. Und weil du auch gesagt hast, ich fühle das voll mit dem vom Bier auf Schnaps oder bei mir war es Whisky switchen, weil das schäumt so brutal und der Magen macht das irgendwann nicht mehr mit. Und dann musst du irgendwas, was sich dann so, es klingt jetzt so blöd, aber so wie Öl um deinen Magen legen, irgendwas, was nicht so viel. Genau. Ja. Oh Mann, ekelhaft, Alter. Das ist echt furchtbar, ja. Und dann in der Klinik,
Wie ging es dann weiter? Also was würdest du sagen, wie haben sich die Entzugssymptome angefühlt? Was hast du bekommen und wie lange hat das gedauert, bis du das Gröbste überstanden Ich hast? war dumm. Also ich war nur eine Woche beim ersten Mal drin. Ja, weil ich mir dachte, okay, helft mir halt schnell, das Körperliche zu überstehen. Und den Rest schaffe ich easy alleine. So, was soll das? So, ich bin stark, Mann. So, mein Geist ist stark. So. Ja, ist so. Ja, natürlich, also du kriegst ja da, also Benzos, ne, ist ja ganz klar, und dich darüber Hatten zu. ja, aber weil ich dachte, mittlerweile gibt man wieder Distra. Ich weiß nicht, was, also bei uns heißt das Praxiten. Das kriegst du Ja, dann. das ist Benzo ist das, glaube ich, ja. Ja. Und wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt 4 Jahre her, da hast du das bekommen halt so, aber auch erst nachdem ich, also der Weg auf 0 Promille, das ist ja das, du kriegst es ja nicht, bevor du nicht 0 Promille hast. Ne? Das heißt, ich bin 3,8 rein und dann machen wir 3,8 raus, das dauert. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Und 2 Tage? Wow, echt so lange. Mhm. Und auf dem Weg in diesen 2 Tagen, hast du das schon gemerkt körperlich? Die Hölle. Also, die Hölle. So, ich dachte, ich verrecke. Kannst du das beschreiben? Ja, ey, das ist ständig, keine Ahnung, wenn jemand eine ganz, ganz schlimme Grippe mit hohem Fieber hatte, so halt, nur mal 10. Also mir hat ja alles wehgetan. Natürlich kommt alles überall raus, was irgendwie noch drin ist. Wollen wir nicht reden, schlafen sowieso nicht. Also mich interessiert es auch deswegen, weil ich ja dieselbe Scheiße hinter mir habe. Du weißt es Ja, ja und war auch im Entzug aber. gewesen und so. Aber bei mir war auch recht schlimm Angstzustände. Ja, Ich das. hatte brutale Angstzustände gehabt. Das natürlich, weil ich auch fucking Existenzängste hatte. Ne? Ich habe ja nicht nur mehr, ich habe ja auch mein ganzes Business, das war ja alles weg. Ich hatte Schulden, bin da mit Schulden rein. So. Also ich Aber wusste, in dem Moment hast du trotzdem noch daran gedacht. so, das war das Problem. Ich wusste nicht, dass alles gut wird, wenn ich da das jetzt durchziehe und rauskomme, sondern ich wusste, dann muss ich mich dem Problem stellen, Alter. Und das nüchtern. Ne? Das war das. Und ich war dann eben eine Woche da drin und wollte dann raus auch. Ja, weil es hieß, okay, das Körperliche ist jetzt vorbei und ich so, ja, komm, okay, ich gehe jetzt so und ich mache dann. Aber ja, hat dann nicht funktioniert. Also ich habe es dann 6 Wochen geschafft und dann fing es wieder an. Und könntest du sagen, warum es wieder angefangen hat? Was waren deine Gedanken gewesen? Ich war auf das nicht vorbereitet, was da auf mich zukommt, einfach danach. Na, die Welt nüchtern zu erleben. Hey, ich habe die 10 Jahre nicht nüchtern erlebt und dann erlebst du die Welt nüchtern. So. Ich habe ja auch so, ich war ohne Witz jetzt, ich habe mich ja dumm getrunken. Ich war ja dumm. Na, ich wusste ja nicht mehr, wie die einfachsten Dinge funktionieren. Alter Schwede, ich weiß absolut, was du meinst, weil ich kenne das auch. So kognitive Konzentrationsstörungen, Denkstörungen, Logikstörungen, so voll die Scheiße da, ey. So, als ich angehen wollte, irgendwie wieder was so zu machen, eine Überweisung zu tätigen. Ich wusste nicht mal, wie Online-Banking funktioniert, Alter. Scheiße. Aber da musst du doch in dem Moment, wo du das gemerkt hast, ich kann mir vorstellen, in dem Moment hat man doch fucking Angst. Man ist Künstler, man ist Musiker und man denkt, Alter, der Kopf funktioniert nicht mehr. Wie soll ich Texte schreiben? Wie soll ich Musik War in machen? dem Moment schon nicht mehr für mich relevant. Also, das war schon. Hast du in dem Augenblick geglaubt, ich werde keine Musik mehr machen? Ja, safe. Ich wollte ja auch aufhören. So. Weil ich wusste, also zu dem Zeitpunkt waren so viele Probleme da, dass dieses Musikding für mich das letzte Problem war. Also für mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wichtig. So. Ich musste einfach gucken und ich wollte es ja auch, ich wollte das alles irgendwie wieder auf die Reihe kriegen, wusste aber damals nicht, wie es geht und wie ich das überhaupt hinbekommen soll. Und deswegen habe ich dann auch wieder angefangen zu trinken. Ja? Das war das. Ich merke so, ich komme da raus und kriege aber trotzdem meine Sachen nicht geregelt, obwohl halt schon so viel im Argen war. Ne? So. Und dann habe ich mich da wieder reingeflüchtet. So, was so, so idiotisch eigentlich. Und Ja, aber ich das kann das. der erste Weg, also ich dachte mir ja, das Eingestehen und der erste Weg in die Klinik war das Schlimmste, dachte ich mir bis zu dem Zeitpunkt, das Schlimmste ist das zweite Mal da reingehen. Ist das so? Weil ich habe das nie erlebt, deswegen wird mich das. Mhm. Aber eine Sache hast du gesagt, ey. Es ist genau das, was auch mir viele Leute schreiben: dieses in der Alkoholsucht. Und gerade zum Schluss, so viel geht kaputt und du machst dir selber so viel kaputt in deinem Business, egal was es ist. Und das wartet danach auf dich. So. Und das ist, dieser ganze Scheißhaufen wartet auf dich, Mann. Genau, da musst du dann Und durch. dann sei vorbereitet darauf, Alter. Das ist nicht einfach, Mann. Genau.
So, und das war dann irgendwie so, bei mir waren es damals auch so wirklich die Finanzen, die mich da reingerissen haben. Weil privat hätte ich alles regeln können, aber das Finanzielle war sehr, sehr schwierig, weil ich hatte die Abläufe. Ich wusste, da und da ist Geld, aber ich komme jetzt gerade nicht ran, weil ich dumm bin. So. Scheiße, Mann. Aber als du dann wieder angefangen hast zu trinken nach 6 Wochen, Ja. was war der erste Impuls gewesen? Hast du erstmal gedacht, boah, geil, das hilft mir wieder, oder war es direkt am Arsch Ja, gewesen? also erstmal, ich habe, glaube ich, angefangen mit einem Bier. Ja. Und dachte mir so, okay, boah, das hat es jetzt mal leichter gemacht, aber morgen schaffe ich es ohne. Ja, am nächsten Tag waren es zwei, drei. So, Wie aber lange gut. hat's gedauert? Wie lange hat's gedauert, dass du wieder in demselben, Vier also Tage. in, dann warst du wieder bei deiner alten Trinkmenge gewesen. 4 Tage. Vier Tage, da habe ich mich so böse umgeholzt. So, ich wurde dann noch verhaftet und habe dann eine Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Unvorstellbar. Was hast du gemacht, wenn ich fragen darf? Also, wenn du es Meine erzählen Mama hat willst? hier den Garten meiner Schwester. Und dann hat irgendjemand die Bullen gerufen und ich habe dann auch noch mit den Bullen so rumgeflaxt und die haben mich dann mitgenommen, Aber dann warst du in der Ausnüchterungszelle und bist du dann wieder in die Entzugsklinik gegangen, von dort aus? später erst. Ich bin dann, also im Juli war ich das erste Mal und im November, so am 2. November bin ich wieder rein. So. Genau. Und du sagst, das war noch viel schlimmer als beim ersten Mal Gar nicht mehr gewesen. hingehen, so weißt du, weil die Ärztin, so das war so eine Hassliebe zwischen mir und der, so, weil die haben mir gesagt, hey, du wirst es nicht schaffen, so, du bist jetzt eine Woche hier, was denkst du, wer du bist, so, und ich so, ja, dir zeige ich schon, weißt du, so, ich schaffe das, so, ich gehöre zu den 20%, die es schaffen, und ja, habe es halt dann nicht geschafft, und dann musste ich da halt wieder hin, und ich musste ihr Recht geben, und ich musste mir eingestehen, okay, so, ich habe es halt trotz der Hilfe, die ich hatte, und den Voraussetzungen einfach nicht geschafft. Und dann war halt beim zweiten Mal kam ich halt da rein und dann waren da viele junge Leute, die mich auch noch kannten, Alter. Genau, guck mal, okay, das heißt, Beim ersten die Mal haben kannten dann. die mich. So, und beim zweiten Mal kannten die mich. Und haben dann noch so Fotos mit mir gemacht da und so, boah. Und natürlich auch erzählt, weißt du, so, die haben ja auch alle Kumpel so, die angerufen, weißt du, wie mir hier Dings, boah. Scheiße, Alter, das ist das Letzte, was man braucht in dem Moment. Aber wusste die Klinik eigentlich, wer du bist? War denn klar, dass du wer du Natürlich, bist? das hat sich halt dann so, das hat sich rumgesprochen. Ja, das hat sich rumgesprochen. Und so, es ist mittlerweile, ist es ja so, dass auch die Leute googeln, wer kommt da zu uns rein? Die jagen dich einmal durch Google und wissen, wer du bist. Also. Okay, alles klar. Ja. Aber kam das für dich nie in Frage, dass du, es gibt ja so Privatkliniken, wo sowas ein bisschen diskreter behandelt wird? Wir haben hier die beste, eine der besten Kliniken. So, da brauche ich keine Privat. So. Und mir Okay. war es zu dem Zeitpunkt egal, Hauptsache Hilfe. Außerdem dachte ich mir damals, ich hätte das Geld gar nicht für eine private Klinik. Okay. Weißt du? Weil So. ich finde es immer so bewundernd, also so erstaunlich, auch Kurt Krömer, hast du vielleicht mitbekommen, der ist ja aber ja hochdepressiv und ist in eine Klinik gegangen. Und ich glaube, das war eine ganz normale Klinik. Also das war jetzt keine Star-Klinik oder so. Ja. Und das hat mich auch gewundert, warum. Also, Also die weil ich Klinik, denke die mir immer, in dem war Moment hast du halt so die Probleme, dass du noch keinen Bock noch gesehen zu werden, weißt du? ja, Mann, aber es war mir auch scheißegal. Also ich dachte mir, ey, dieser Drops ist gelutscht, so Karriere, alles sowieso vorbei, was soll's, so geh halt rein, Mann. So, also ich war zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich mir dachte, ey, so, du bist der, der du bist, du kannst dich jetzt nicht ändern, Alter, so, und was soll's. So. Dadurch, dass ich mich sowieso nie gesehen habe als der Ur oder der Star, bla, dies, war mir das scheißegal. Dann habe ich mich als Asi damals zu den anderen Asis gesetzt, Mann. Aber warum war es beim zweiten Mal härter gewesen? Ja, einfach nur dieses, ich bin da rein und war so, ey, so, ich bin den ganzen Tag nur, das haben die mir auch später gesagt, dass die nicht geglaubt hätten, dass ich bleibe. Also, ne, weil ich so krass gehadert habe damit, dass ich jetzt wieder hier bin und ich jetzt nicht geschafft habe. Na? Also dieses Mentale sozusagen war schwieriger gewesen, würdest du sagen? Ja, voll. Aber ich wusste dann, nach dem zweiten Mal wusste ich ja, was mich draußen erwartet. Weißt du, so diese ganze Welt, wie alles auf dich, dass deine Tage einfach mal 10-mal so lange dauern wie vorher. So, Hast plötzlich Zeit. Du hast plötzlich Zeit. Was willst du machen, ne? genau, so alles, was du früher für das Stunden gebraucht hast, weil du halt einen Sitzen hattest, machst du halt jetzt in 5 Minuten. Ne? Das ist so, deine Aufgaben sind schnell erledigt. Ja, das war so. Und dann habe ich mich halt auch finanziell wieder gefangen. So, ich habe wieder angefangen zu arbeiten langsam. So, zumindest, also ich habe mir schon meine Auszeit genommen, aber so, Gott sei Dank habe ich dann das dahin bekommen, dass ich dann das Geld, das eh da war, schon ranbekomme und meinen Teil meiner Schulden abbezahle und so weiter. Und das Rad fing dann an zu laufen. Fakt ist aber,
Ich konnte halt viele Dinge nicht irgendwie machen lange. So, ich konnte nicht alleine einkaufen gehen. So, ich konnte nicht rausgehen. Wieso konntest du das nicht? Psychisch nicht hinbekommen irgendwie. So, also das hat Also, geschreddert. Ich war auf Null. okay, aber was war es gewesen? War es Angst? War es Nervosität? Angst, ja, Angst vor draußen, Angst vor draußen, so Angst vor allem, vor dem Leben, so Angst vor Ja, dem. das ist. So, dieses war alles zu schnell für mich. Weißt du? Ich war alles viel zu schnell und viel zu stressig, zu laut. Und egal, ich hatte das Glück, dass ich mir halt wirklich die Auszeit nehmen konnte. Na, so, Das ist ein genau Jahr, das. ein halbes Jahr, so, weißt du, habe ich mir genommen und halt kaum raus. Und so. Und zwar Ein wirklich. halbes Jahr, warst du komplett weg vom Schuss sozusagen. Ja, auf jeden Fall, also wirklich sehr, sehr kleine Brötchen gebacken. Und es war Gott sei Dank Winter. Das Was hast du in heißt, diesem halben Jahr gemacht? Das würde mich mal interessieren. keine Ahnung, ich bin um 8 Uhr ins Bett gegangen. So, ich war ja noch eine Zeit lang dann auf den Vanzos, ne? Das musste ja dann auch erstmal ausschleichen. Ne? So, und das war halt auch mein Glück, weil die hast du halt genommen und dann bist du pennen gegangen. Und halt um 8 Uhr am Abend ins Bett, also 20 Uhr, und irgendwie um 4 Uhr morgens schon mit Kaffee am Balkon gestanden und die Welt betrachtet. So. Aber ist das nicht ein geiles Gefühl, sowas, einfach so den Sonnenaufgang zu sehen mit Kaffee, dass man solche Dinge wieder schätzen lernt, so genießt? Natürlich, aber ey, dieser Kopf danach, ne, so, was musst du hast so viel falsch gemacht, du musst irgendwie bei so vielen Leuten wieder was gerade biegen. Aber war das nach dem zweiten Mal, als du aus der Klinik gekommen bist, ne? War es vom Mindset für dich was anderes? Bist du mit einem anderen Mindset da rausgegangen, dass du dir vorgenommen hast, okay, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt und ich werde diesen Scheißhaufen, er ist groß, aber ich werde ihn Stück für Stück abarbeiten. Ja. Beim ersten Mal, ich überheblicher Vollidiot, dachte mir so, wow, ich bin voll der Macher. Ich habe jetzt den Zug gemacht, so seht mich an, ich bin wieder frisch, ich bin wieder da. Ne? So Inwiefern bin hat. ich raus. Und dann ist halt, habe ich natürlich direkt einen Dämpfer bekommen. So. Und kannte mich mit den Medikamenten nicht aus, die ich bekommen habe. So, weil irgendwie war das, ich glaube, die fanden mich auch da drin so bescheuert, dass die mir halt auch nicht wirklich irgendwie gute Tipps mit auf den Weg gegeben haben. Die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt froh, dass ich da auch raus war. Ne? Jetzt wusste ich nicht, wie ich mir die Tabletten einteilen muss. Und auch alles schief gegangen. So. Das war beim zweiten Mal nicht mehr so. Ich habe denen auch gesagt, wie ich zum zweiten Mal rein bin, habe ich mich quasi auch so entschuldigt und meinte so, hey, guck mal, ich will hier nicht irgendwie den großen Macker machen. Ich brauche einfach Hilfe, vernünftig. So. Nicht unterstützen. Du hast eine ganz wichtige Sache, also du hast viele wichtige Sachen gesagt, aber das finde ich mal eine ganz wichtige Sache, weil es immer noch so als Schwäche gilt, genau das, was du gesagt hast. Und ich meine, du kommst doch aus einem Business, wo das wahrscheinlich auch, keine Ahnung, noch mehr als Schwäche gesehen wird. Ich weiß es nicht, vielleicht tue ich Klar, dann auch. natürlich, klar. Ja, Damals. so und stehst du selber anders jetzt auch zu verletzlichen Seiten von dir oder zu Ängsten? Kannst du dazu selber besser stehen, ohne sagen zu müssen, nein, ich muss das hier irgendwie in einer Rolle übertünchen und mach mir selber wieder Druck? Nee. Also ganz ehrlich, sowas jetzt gerade im Moment ist es halt so, dass ich sowas fast gar nicht mehr habe. Ist so irgendwelche Ängste oder sowas, weil ich mir jetzt zu 100% Geil. vertrauen kann. So, ich habe mich halt wirklich hart diszipliniert danach. Ich habe mein komplettes Leben umgestellt, was man auch tun muss. Du musst mit gewissen Leuten cutten. Du musst dein Umfeld wechseln. Du musst einfach dein ganzes Leben auf den Kopf stellen und ein anderer werden. So. Hast du danach eine Psychotherapie gemacht? Ja, habe ich den anderen zuliebe. Das muss ich auch dazu sagen. Also, Okay. ich bin ein Jahr lang noch zur Therapie gegangen, so, aber den anderen zuliebe, weil ich ab dem Zeitpunkt, und ey, mein Gott, das soll bloß nicht falsch aufnehmen, das ist nicht überheblich, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich habe mich so krass damit befasst, mit mir selber und ich kann sehr gut reflektieren. So. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, ey, diese Therapie, ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass das alles meine Schuld ist. Ich hätte nicht zur Flasche greifen müssen. Niemand muss mir erzählen. Also, weißt du, so die Umstände, ich hätte es jetzt auf alles schieben können, auf den Tod meiner Mutter, auf dies und das, Schicksalsschläge, die damals auch sehr viele waren. Aber niemand hat mich gezwungen, zur Flasche zu greifen. Das war ich selber. Und nur ich kann das regeln. Weißt du, was setze ich mich dahin in der Therapie und rede darüber, wie schlimm Alkohol ist oder bla, oder was ich, weißt du, so.
Ja, vielleicht hast du das, was der Therapeut macht, mit dir selber auch irgendwo, weil es gibt Genau Menschen, die haben das. die Gabe, die können da selber, also ich kann das auch ein Stück weit selber reflektieren, aber dazu gehört auch seine, und das meinte ich, darauf wollte ich hinaus, seine verletzliche Seite zu reflektieren, seine angstvolle Seite zu reflektieren. Ich habe dadurch gelernt, sowieso irgendwie Dinge auszusprechen, was ich vorher nie getan habe. Ne? Einfach auf klipp und klar jedem zu sagen, ey, wenn irgendwas nicht passt oder wenn ich, sagen wir jetzt Ängste oder sonst was, wenn es mir nicht gut geht, das zu sagen. So. Weil die schlimmste Hürde war ja sowieso schon übersprungen, weißt du, so mit dem Ich eigentlich, weiß. ich bin, was rede ich, weißt du, so, ich dachte mir so, was soll ich jetzt, was gibt es, was noch schlimmer ist als das, was ich eh schon getan habe, ich insofferner Idiot. Ja. Also, es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Also ist das, wenn ich jetzt sage, ey, so, mir geht es heute schlecht deswegen und diese Gedanken habe ich gerade, ist nichts Schlimmes mehr. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meinte, also ich habe es jetzt Ängste genannt, du kannst es nennen, wie du willst, aber ich meine einfach vielleicht, oder nennst deine Bedürfnisse zu Ja. artikulieren oder deine Bedürfnisse auszudrücken und auch Ja. zu sagen, nein, ich mache das nicht oder ich habe darauf kein, oder nee, es ist okay, dass ich mich zum Beispiel jetzt nicht gut fühle und ich mache das jetzt nicht trotzdem, weil ich Jacuzzi bin und ich muss das jetzt machen, weil ich Erwartungen entsprechen will, sondern nein, mir geht es heute nicht gut, ich mache es halt nicht so. Also zu dir zu stehen, das ist es ja im Endeffekt, zu deinen Gefühlen zu stehen, wenn nenn es so halt, ne? Und vor allem das Shakusa war ich zu dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt sowieso nicht mehr. Ich war Peter, so Fakt ist. Shakusa ist nur noch dann, wenn ich meine Musik mache oder irgendwas in der Arbeit mache. Aber so generell, so hier siehst du nirgendwo einen Shakusa. So, Okay, verstehe, verstehe. Ist das aber in der, im Alkoholismus mehr verschwommen? Also warst du da auch privat? natürlich. Ja? Ja, klar. Klar. Okay, Also, verstehe, verstehe. ich hatte so wirklich so Psychosen, Alter. Selbst dass es mir schon schlecht ging und ich wusste irgendwie finanziell, bin ich am Arsch, habe ich mir eingeredet und an das habe ich auch geglaubt, das war ja der Witz daran, ich habe mir eingeredet, nee, ich habe ja da mit Universal noch einen Deal, so, da greife ich das ab und habe geglaubt, dass ich diesen Deal bald unterschreiben werde. Dieser Deal hat nie existiert. Hast du dort aber auch angerufen, mit denen geredet und danach gehakt oder Ich was? muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich befürchte aber. Krass, okay. Sag mal, ist eigentlich jetzt in der. Wie lange bist du trocken? 4 Jahre, hast du gesagt. Es werden jetzt 4 Jahre im November, Okay, cool. Glückwunsch dazu erstmal, ne? danke. Geil. Ist dir etwas, weil du gesagt hast, ich kenne das, man guckt zurück und guckt wie in so einem Nebel. Manchmal findet man was. Manchmal plötzlich lichtet sich der Nebel an einer Stelle und man erkennt wieder ein bisschen mehr und so. Und das kommt mit den Jahren immer ein Stück mehr. Und manchmal ist es aber auch so, dass einem was begegnet aus der Vergangenheit, was man vergessen hat. Ja, Und dann ruft dir dann jemand an und plötzlich ist dir sowas passiert, dass irgendjemand angerufen hat und gesagt hat, was weiß ich, ey, du hast doch einmal mich nach einem Feature gefragt oder keine Ahnung, irgendwie sowas. sowieso das natürlich, also das zuhauf, also das von den Features will ich gar nicht reden. So. Okay. Aber mir ist erst vor 3 Tagen jemand begegnet, der mich gegrüßt hat, als würden wir jeden Tag in einem Bettchen schlafen. So, weißt du? Und begrüßt mich und ich habe keine Ahnung, so, wer das ist. Und ich spiele das Spiel halt noch so mit. Ne? Und ja, und dann hat er halt so angefangen von, ja, die Zeiten damals war da und da. Und dann wusste ich, okay, fuck, der ist aus der Zeit. Okay, dann so, nicht mehr, wer das ist. Und es gibt sicher viele davon. Also, ich will. Hast du auch diesen Moment gehabt, dass, wo du dir nicht sicher warst, Scheiße, wie werden die Menschen mich da empfangen jetzt? Also, wie haben die mich in Erinnerung? Weil ich es selber nicht mehr genau weiß. Dass du vielleicht auf eine Party gegangen bist oder auf irgendein Event, wo du viele alte Leute getroffen hast, wo du gedacht hast, oh fuck, Alter, da sind, ich weiß nicht, wie die mir gesonnen sind, denken die, ich bin ein Psychopath oder Ist mir solche Dinge. mittlerweile egal, ist mir scheißegal. So, ich bin der Spieler. Okay. So, also mittlerweile bin ich so gefestigt und ich weiß, was ich für Qualitäten ich habe. Und ich so, Fakt ist, ich habe mich so weit ich kann optimiert. Ne? Und bei den Leuten, die mir wichtig waren, habe ich mich gerade gemacht. Und beweise es auch immer wieder, oder habe es auch immer wieder bewiesen, so, dass ich das tot ernst meine, so, und dass sowas nicht mehr passieren wird. Und dass ich halt ein anderer bin, das ist ja das Wichtige. Ne? Und deswegen gehe ich auch so durch, ey, wenn es Leute gibt, die immer noch nach der Zeit denken, ich bin ein Asi oder sonst was, oder der wird sich eh nie ändern, oder eben auch so mir das nicht glauben, ne? Dass ich das durchgezogen habe oder glauben, dass ich trocken bin und bla. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, die streuen Gerüchte. Ne? Also das ist ja das.
Wenn ich dann höre, ja, der und der hat dich doch da an der Ecke mit einer Dose Bier gesehen. Und ich denke so, das ist das, was mich wirklich nervt. Und das bringt mich auch zum Ausrasten. Das ist doch eines der letzten Dinge, die mich wirklich zum Ausrasten bringen. Ansonsten macht mich kaum noch was nervös. Aber das, ja. Ja. So, und deswegen, ich Ich habe gehe die. immer gefestigt hin. So. Wenn, weißt du, so, ich denke mir so, wenn mich jemand jetzt nicht mag, ja, dann ist es halt so. Das ist. Aber das gehört, aber ich glaube, das kann ich mit auch sehr gut. Ich glaube, das gehört aber auch zu einem gesunden Selbstbewusstsein und zu einem, was wir wahrscheinlich beide irgendwo hart lernen mussten und dazu zu sein, um zu sich zu stehen und zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Und das gehört auch dann dazu wahrscheinlich, ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch ein Mensch gewesen sein, der sehr, sehr oft Ja gesagt hat, ja mache ich, aber eigentlich Nein gemeint hat. Das, ja, oder auch ja gesagt hat in dem Glauben, dass er Dinge halten kann, die er aber nicht halten konnte. So, weißt du, passiert man letztlich so. Und vor allem, so, ich habe halt echt in einer kompletten anderen Welt gelebt. Ich hatte eine komplett andere Realität, eine andere Wahrnehmung von mir selbst und ich hatte mir eine Welt geschaffen, in der Dinge passieren, die eigentlich gar nicht passiert sind. Ich verstehe voll, was du meinst. Absolut. Ey, weil, guck mal, also nochmal, weil ich das nochmal betonen will, es ist nicht selbstverständlich, dass du hier das alles so öffentlich erzählst. Umso dankbarer bin ich, dass du das tust, dass du mir auch das Vertrauen schenkst. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, dass du das, auch wenn du das vielleicht selber, aber lass es dir gesagt sein. Ich bekomme so viele Zuschriften und so. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit, dass jemand wie du auch genau darüber erzählt, weil viele, genau das, was du sagst, guck mal, du bist ein Typ, ne, den guckt man an, du stellst was dar und du stellst vielleicht wahrscheinlich auch, also für jeden, wobei wir alle schwache Seiten haben, einen starken Typen dar und sowas. Und viele verbinden dieses Thema noch mit Schwäche eben. Deswegen ist es wichtig in meinen Augen, dass auch jemand wie du sowas erzählt, weil das hat eben nichts mit Stärke zu tun, da noch in dem Moment irgendwelche Maskeraden zu machen. Gerade das ist Schwäche. Ganz ehrlich, gerade nichts dagegen zu tun, ist ja Schwäche. So. Und wichtig ist, also ich kriege halt auch viele Leute Zuschriften, ich kriege viele DMs, ne, bei Insta und so weiter, die mich dann um Rat fragen und so. Und so ist es, ich muss halt sagen, Freunde, wenn ihr das habt, geht in die Klinik. Sucht euch Hilfe und geht in die Klinik. Es gibt keinen anderen Scheißweg. Und es gibt keine Ausreden, Alter. Was sollen irgendwelche Ausreden? Ja, deswegen und deswegen. Scheiß auf das, weil früher oder später wird sowieso alles den Bach runtergehen. Das heißt, mach es lieber früher als später. So. Dein Glück, wenn du früher da reingehst, so. Du wirst es merken. Und wenn du es durchziehst, wirst du nachher ein Leben führen, das tausendmal besser ist als vorher. Du wirst sehen, dass du Probleme einfacher regeln kannst. Du wirst sehen, dass du an Dingen wieder Freude hast, an denen du vorher nie Freude hattest, so. Und irgendwann, ja, fuck, es ist ein wirklich harter, langer Weg. Brauchen wir nicht reden, müssen wir nicht schön reden. So. Und irgendwann kannst du auch wieder lachen, ohne zu saufen. So, was mir fremd war, ohne zu trinken, Spaß zu haben. Das war weg. Das war am Anfang weg. So. Ich konnte am Anfang auch keine Texte mehr schreiben. Mann, weißt du, ich dachte mir früher immer nur, boah, ich schreibe viel besser, wenn ich betrunken bin. Jetzt Schwachsinn. Ich schreibe viel besser, wenn ich nichts getrunken habe. Geil, ey, geil, dass du das sagst. Geil, dass du das sagst, weil man ja so oft sich täuscht, weil man ja nur diese eine Version von sich kennt und denkt, es würde so viel nicht mehr gehen. Ne? Aber es ist nicht so. Und ich hab dir gerade, ey, das ging runter wie Öl, dass du das sagst, mein Lieber, weil das sind die meisten DMs, die ich auf Instagram schreibe und den Leuten das erkläre. Und so viele Leute schreiben mir, ich bin ein hoffnungsloser Fall, bei mir ist das anders. Nein, es ist genau wie du gesagt hast. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Geht in die Klinik, holt euch Hilfe, Mann. Danach such dir etwas, das dein Leben ausfüllt. So, es muss nicht immer der Job sein. So, ich weiß, nicht jeder hat einen coolen Job, du hast einen Scheißjob, aber dann such dir ein Hobby, das dich ausfüllt. Und du brauchst nicht für jedes Scheißhobby Geld. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst. Lern kochen, lerne Sprache. Es gibt oder interessiere dich einfach mal für Dinge. Das ist auch sehr wichtig, weil einfach so dann, es funktioniert auch nicht, dein Leben so weiterzuführen wie vorher. Funktioniert nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht wieder in dasselbe Rad. Du brauchst Kannst etwas, du was mal dir kannst du weiterhilft mal und ausfüllt. kannst du mal bei dir Beispiele bringen, ein oder wie viel dir jetzt einfallen, was du gezielt geändert hast und Alles. hast du irgendein neues Hobby, was du davor Okay, aber dann frage ich anders. Hast du irgendein Hobby, was du damals nicht hattest, was du danach für dich entdeckt hast? Ja, ich habe einfach früher schon, ich hatte immer schon Dinge, so Sport hat mich schon immer begeistert, hat mich natürlich schleifen lassen, auch durchs Trinken ging ja nicht mehr, ne? So, auch Kochen und so. Ich hatte das, so, ich bin jetzt ein besserer Koch, glaube ich, als damals, als ich den Beruf noch ausgeübt habe, weil ich mich da immer reingefuchst habe, so, weil Essen auch besser schmeckt, es macht Spaß. So, es macht Sport Spaß, wenn du merkst, ey, so wie du nicht trinkst, geht viel mehr.
So, nicht jeder ist ein Sportskanon, aber ey, so pack dir deine Wanderschuhe, geh raus in die Natur und check da mal ab, was da so geht. So, weißt du, und verliere dich nicht irgendwo im Netz ständig mit irgendwelchen sinnlosen TikTok-Müll, sondern ey, check mal, was in der Natur geht. Das kann nämlich richtig krass sein da. Und es kann schön sein. So, solche Dinge. Such dir einfach irgendwas, ist doch egal was. Such dir etwas, das dich beschäftigt und das dich vor allem geistig herausfordert. Fuck, ich war dumm nach meinem Alkoholkonsum. Ich war wirklich dumm. Ich wusste nichts mehr. Ich musste mir alles wieder anlesen. So. Und früher war ich immer der Dude, den man gefragt hat, wenn irgendwer was nicht wusste, war ich der, den man anruft. So. Zu dem Zeitpunkt war ich blöd. So. Ja, also das habe ich dir ja auch gesagt. Ich habe dich immer in Erinnerung in der Phase, in Interviews oder so, du warst, galtest immer als, auch in der Szene, glaube ich, als sehr eloquenter, du kannst dich ausdrücken. Also du hast, galtst schon so, du hast was im Kopf gehabt, ja. Ja, viel, ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich halt viel, immer für viele Dinge interessiert und wenn mich was interessiert hat, dann habe ich mich da reingefuchst. So. Und das war immer schon so, das habe ich alles aufgegeben. Ne? Und das war Krass, ja. nachgeholt. Ne? Soll ich eigentlich ein bisschen lichter machen? Bin ich zu dunkel gerade? Es geht, ich kann das auch. Das Wird immer ein bisschen romantischer. ja, genau. Eigentlich hast du schon vorweggenommen. Eigentlich hast du das mit dem, was du gesagt hast, vorweggenommen. Eigentlich wäre meine Frage gewesen: Was würdest du jemandem raten, der aus der Entzugsklinik kommt, dann die Abstinenz beginnt? Was soll er machen, sozusagen? Oder was wäre wichtig, ne? Und fang an, so dich selber ein bisschen zu mögen und sei vor allem, wenn du es durchziehst, stolz drauf. So. Und wirklich, es ist halt, das ist auch sehr wichtig. Und sieh es ruhig als Kampf an. So, ich habe es auch als Kampf angesehen. So, und ich dachte mir so, jeden Tag, ich gewinne das. Also, was soll's? Geil, Aber geiles Mindset. Es ist ge genau das richtige Mindset, was du sagst. Ich sag dir, es ist genau das richtige Mindset. Der größte Kampf, den du führst, ist gegen dich selber, weil du, wenn du nicht mehr trinkst, eben auf dich selber zurückgeworfen bist. Und diese Dämonen können darin bestehen, dass du fucking nicht stolz auf dich sein kannst, zum Beispiel. Oder dass du zu dir selber dich irgendwie ein Stück weit nicht lieben kannst. Oder alles gut, alles gut. Ganz easy. allen Bescheid gesagt, dass ich das mache gerade und dann Okay. Ja, aber das sind im Grunde genommen die Dämonen. Das können zwar Depressionen sein und alles, aber das fängt bei kleinen Dingen an. Stolz auf sich zu sein. Diese Dinge, die man früher wahrscheinlich nie wirklich kannte, sondern immer von außen bekommen hat. So, ne? Diese Anerkennung von außen, gerade du, ne? Du bekommst das ja ständig. Aber stolz auf sich zu sein, dass man vielleicht im Garten irgendeine Hecke schön gemacht hat, so, die nichts damit zu tun hat. mach irgendwas, wirklich mach irgendwas, so schaff etwas, schaff, er schaffe etwas, das ist auch so, egal was es ist. So. Und so speicher dir ein Bild ab, das ist auch wichtig, ein Bild abzuspeichern von dir, wie du halt wirklich noch richtig dabei warst und ekelhaft. Und jedes Mal, wenn du irgendwie Bock bekommst, etwas zu trinken, dann hol dir das sofort hervor. Ich meine, es ist ja nicht so, brauchen wir nicht reden. Hey, wenn es draußen schön ist, ich bin mit den Jungs unterwegs oder sonst was oder sitze irgendwo, denke ich mir, boah, ey, jetzt wäre ein Bierchen trinken richtig gut. Ne? So. Aber wie ein normaler Mensch denke ich das jetzt. So. Nicht mehr so, boah, ich muss jetzt trinken, sonst raste ich gleich aus, sondern ich denke mir, das wäre jetzt richtig gut. Aber ich denke mir so, guck mal, in der nächsten Sekunde hole ich mir das Bild hervor, hier, so war ich, Alter. Und dann, das verschwindet sofort wieder. Ne? So. Und dann Das denke heißt, ich, Suchtdruck hast du was jetzt kann. So. noch. Ein Spiel mit sich selbst. Ja, also das heißt, in dem Sinne, Suchtdruck hast du nicht, dass du diesen, Nein. es gibt ja dieses Verlangen, dieses unbändige Craving und sowas. Wie gesagt, ich habe diese Methode, dass ich mir sofort hervorrufe, wo warst du zu dem Zeitpunkt, als du gesoffen hast? Der letzte Punkt, bevor du in die Klinik bist, wo warst du da? Willst du da wieder hin? Und da kommst du hin. Ganz schnell. Trink einmal. Es gibt. Das ist. Gibt es bei dir so Momente? Bei mir gab es so ganz kleine Momente in der Klinik, die weiß ich heute noch. Als ich am zweiten Tag mit meinen Entzugsentscheidungen so zu kämpfen hatte und so, ich habe richtig so geschwitzt und so, und da saß so ein Russe im Raucherraum neben mir. Und der hat mir nur so, dem ging es auch so scheiße, und hat immer dazu zu mir gesagt: Vergiss nicht, wenn du hier rausgehst, vergiss nicht, wie es dir jetzt geht. Und das weiß ich aber heute noch. So, das ist das, was du sagst, ne? Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, die Entzugserscheinungen waren nichts dagegen, so wie es mir vorher ging im Kopf und so. Oder danach auch noch so. Das war mir egal. Ich wusste, ich bin bei Ärzten, so egal wie scheiße es mir geht, es kann jetzt nicht viel passieren. So.
Genau, das wird alles kontrolliert gemacht sozusagen, ne? Also egal wie kacke sich es anfühlt, es wird alles so laufen, wie es laufen soll sozusagen. Ja, voll. Boah, ey, mein Lieber, ich sehe gerade, wir haben 1,5 Stunden auf dem Tacho und wenn ich noch ein, zwei Rap-Fragen stellen will, dann muss ich es wahrscheinlich jetzt machen. Ja. Aber wir haben so geil über das Thema geredet, dass mir auch die, also eigentlich wollte ich, es passt jetzt wahrscheinlich gar nicht so, aber generell, ich weiß, du machst dein Ding und das ist auch gut so, wie du es machst. Keine Frage, will ich auch gar nicht. Aber wie siehst du, das ist jetzt wieder so eine große Frage, ne? Eigentlich wollte ich dich fragen, wie du die Entwicklung siehst mit Spotify aktuell, dass die Songs halt sehr oft so gemacht werden, dass die Spotify-tauglich sind, ne? Und diese Entwicklung. Ist halt deren Ding. Weißt du, wo soll ich mich beschweren? Also grundsätzlich wäre Spotify also nicht so schlecht, wenn die vernünftig bezahlen würden, aber im Grunde sind das Raubritter, ja, so nicht mehr, nicht weniger. Und ich meine, du kannst natürlich jetzt faktisch mit Sachen Geld verdienen, ja, oder mit Songs, die jetzt noch präsent sind und noch gehört werden können. Das würde mit CDs nicht gehen, weil jetzt kauft keiner mehr eine CD von 2005, aber es kann sein, dass der den Song kriegt, ja, und vielleicht Ja, sogar. das stimmt. So, das ist der Vorteil daran, so. Aber es wird dann nicht vernünftig bezahlt. Und der Markt hat sich halt angepasst, aber das ist halt wieder so typisch, ne? So, und gerade in Deutschland ist es so, gerade für Deutsch Hip-Hop ist es so, dass wenn etwas funktioniert, springen alle drauf, reiten dieses Pferd tot und dann stehen alle mal wieder da vor dem Nichts. So. Ja, dann gibt es ein paar Glückliche und viele, viele Unglückliche. So. Ja. Und dann wird wieder rumgeheult. Deswegen, ich heule nicht rum, so. Sollen alle machen, mir ist es eh egal. So, weißt du, erstmal mache ich nicht die Musik, um die auf 2 Minuten 16 zu cutten. Es ist, für mich ist es so, ey, wenn es Leute gibt, die das feiern, Fakt ist, es sind also überwiegend sehr, sehr junge Menschen, die diese Musik jetzt hören, die halt gerade jetzt den Hype hat. Heutzutage bestimmen Kids, was in die Charts kommt. Früher waren es Erwachsene, weil Kids keine Kohle hatten für CDs und Erwachsene somit die Charts bestimmt haben. So. Ist mir alles egal. Ich habe meine Leute, die ich schon ewig habe, es kommen auch hin und wieder mal neue dazu, aber das sind halt überwiegend Erwachsene. Ne? Ich habe bei Spotify, wenn ich gucke in die Insights, habe ich 1% unter 18. So, Krass, krass, ja, so krass. viel habe ich auch Ü60. So ist es. Geil. Ich sehe Ja. das übrigens auch bei YouTube, bei mir in den Analytics und ich habe auch viele Zuschauer, Ü, also 65 plus. Nicht Ja. viele, aber so 3, 4%, 65 plus. Und deswegen Krass. ist es so, es ist wie es ist. Also mir, Ja. ich glaube nicht, dass mir da irgendjemand irgendwas wegnimmt und selbst wenn es so wäre, ey, das ist das Spiel und. Ey, das Gute bei dir ist ja, du bist ein Künstler, der eigentlich nie mit irgendeinem Hype mitgegangen ist, sondern du hast ja immer dein Ding gemacht, so. Du hast nie, und das fand ich sehr sympathisch, wie viele Leute sind nach Palmen aus Plastik auf diesen Afro-Trap aufgesprungen. Ja, voll. Jeder, das hast du nicht gemacht zum Beispiel, ne? Nein, Also. wie gesagt, Raff ist ja ein Freund von mir, wir kennen uns seit 20 Jahren so, und wir haben ja auch Ach darüber, so, okay. wir haben ja auch darüber geredet und er weiß ja auch, dass ich diese Musik furchtbar finde. Aber ich meine, es ist halt sein Ding und er mag das und war auch der Erste, der es gemacht hat. Und deswegen hier alle Lorbeeren, nimm dir alles, so, werde noch reicher. So, und, aber der Rest halt so, ihr seid halt erbärmlich, weil ihr habt es nachgemacht so und habt die komplette Musik totgefickt damit. Ich So. konnte das irgendwann, ich konnte das irgendwann nicht mehr hören. Ich meine, klar, das Album habe ich gehört, Ja. aber ich konnte das irgendwann. Das war der Grund, warum ich bestimmt ein Jahr oder dreiviertel Jahr kein Deutschrap mehr gehört habe, weil ich konnte das nicht mehr hören. Es war irgendwann too much gewesen, Alter. Ja, es ist halt so, wie gesagt, alle machen es nach und durch Spotify jetzt halt auch alles noch viel schneller und jeder kann jetzt da was hochladen und Musik machen ist ja jetzt auch nicht mehr schwierig. Mein Gott, als wir angefangen haben, ey, das war furchtbar. Also da hattest du erstmal ein ganzes Zimmer voller Hardware, dass du überhaupt irgendwie mal Songs machen konntest. Ne? Ja, Heute Mann. du kannst am Handy irgendwas machen. So. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, eine Frage. Jetzt habe ich mir, guck mal, ich hätte mir das aufschreiben sollen. Ich steppe immer so spontan und so in diese, weil ich finde, das ist immer geiler, als wenn man sich so tausend Sachen vordenkt, weil du kannst so ein Vibe eh nicht vordenken, wie sich ein Gespräch entwickelt. Ich will dir auch gar keine Gossip-Fragen stellen oder sowas. Also gezielte Gossip-Fragen stellen und sowas. Das wäre dem Thema jetzt auch nicht würdig, sozusagen, würde ich auch fehl am Platz finden. Genau, über uns kam gestern raus, um mal kurz darauf zu sprechen zu kommen, habe ich dir schon ge gesagt, cool. Ich finde das eh geil, wenn Sachen, ich sag's jetzt mal, deep sind. Ich weiß nicht, ob du das als deep empfindest, aber ich mag das. Ja, ist halt mein Ding so. Jeder weiß, was er bekommt, wenn er zu mir kommt. Also das will ich so. Das ist.
Also, komm zu mir und du bekommst das, was ich mache. Und jeder weiß, was er bekommt. Und bei mir kannst du halt kaum daneben hauen. Ne? Und das ist es. Und wenn es dir nicht gefällt, dann geh woanders hin, nur nerv ich nicht. So. Ja, klar, absolut, absolut. Ich vermisse den Chuck von früher. Ist so, was mich auf die Palme bringt. Ja, Dicker, aber soll ich jetzt noch wie ein 25-Jähriger Musik machen? Was für ein hängengebliebener Vollidiot Ja. wäre ich denn, wenn ich noch Mucke machen würde? Es gibt solche Menschen, die machen immer noch die gleiche Mucke wie vor Es 15 Jahren. funktioniert, ja. Aber ich finde das komplett hängengeblieben und für das bin ich nicht da. So, ich Ja. bin Musiker, Mann. So, ich lebe das so. Und ich Du hast halt eine geile Stimme. Ey, weißt du hast halt eine geile Stimme. Du hast eine geile Stimme und ich fand das damals auch geil. Das habe ich dir auch gesagt. Diese Berlin-Zeiten, EGJ-Zeiten. Ich fand das damals auch geil, wie du mit deiner rotzigen Stimme das da reingerappt hast. Ich fand das geil. Dieses nach vorne Battle Rap, wie du das. Ich habe das gefeiert. Ich fand das geil und ich kann es halt verstehen, wenn die Leute sagen, boah, wäre geil, wenn es sowas nochmal geben würde halt, Ja, aber ne? willst du einen 40-jährigen Mann sehen, der so sich gibt? Also ich nicht. Ich würde den Nein. sehr peinlich finden. Ne? Verstehst du? Also, und vor allem denke ich nicht mehr so. Ich handle nicht mehr so. Mein ganzes Wesen ist ein anderes als damals. So, was wäre ich für ein Idiot, wenn ich so wäre wie mit 25? Ne? Klar, es ist immer, ich sag immer, das Schlimmste, was man einem sagen kann, wenn du einen alten Klassenkameraden triffst und den das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen hast und der sagt, ey, hast dich ja gar nicht verändert. Ja, voll. Ist ja, oder der schlimmste Spruch, bleibst du wie du bist. Nein, Mann, bleib nicht so wie du bist. Ey, ohne Ja. Scheiß. Eine Sache muss ich wirklich sagen, es gibt so Songs, da denke ich mir, wer hört sowas? Du kennst doch dieses, lass die anderen sich verändern, doch bleib so wie du bist. Kein Hate an diesem Ding, wirklich. Alles cool, wirklich. Ja. Ey, keiner soll mir jetzt ins Gesicht springen. Aber das ist doch einfach nur eine Einladung für die Leute, die. Komplett hängen geblieben. Wir können sie auch. Das ist voll die komplett hängen gebliebene Message, Alter. Oh Mann, Alter. Ja, Ja. gut. Okay, mein Lieber. Tatsächlich überlege ich gerade und hier, ich glaube, ich habe an der Stelle, wir haben jetzt über 1,5 Stunden auf der Uhr. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was dir wichtig ist? Oder vielleicht eine Nee, ich Frage an glaube, ich mich? habe alles irgendwie an den Mann gebracht. Ich hoffe, dass das auch so halbwegs ankommt und die Leute mich nicht für einen Ey. Vollasi halten, weil manchmal rede ich halt frei von der Leber weg und dann Nein, denke ich überhaupt nicht. nach, wie die Wortwahl denn jetzt ist. So, ne? Also verzeih Nein. mir, wenn mir das eine oder andere rausrutscht, aber es ist, was es ist. Ich bin ein dirty old man. Und Nein, Chuck, ich kann dir sagen, also auch für mich war es, als wir uns geschrieben haben, ein kleiner Fanboy-Moment, nenn es so, ja. Wie gesagt, ich habe dich früher auch gehört und gefeiert und finde, du bist eine sehr interessante Persönlichkeit und ich habe dir gesagt, ich finde das geil, dass du rausgehst, dass ich auch das mit dir machen darf und ich finde, du hast das geil beschrieben. Also dieses Thema ist ein sehr emotionales Thema und da geht es nicht darum, das politisch korrekt oder irgendwas und du hast das authentisch rübergebracht, Alter. Ich danke dir für dein Vertrauen, mein Lieber. ja, natürlich sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. War ein sehr, sehr cooles Gespräch und habe mich auch wirklich gefreut, dass ich hier mal einen Gesprächspartner gefunden habe, mit dem ich halt wirklich mich auch so unterhalten kann, dass ich weiß, okay, so hier treffen sich eben zwei, die Ahnung davon haben, wovon sie reden. Einfach so, ja. Cool, Mann. Also mir hat es me mega Spaß gemacht, Leute. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, vielen, vielen Dank. Lasst Jacuzza ein bisschen Liebe da. In der Videobeschreibung gibt es natürlich alle, also ihr werdet ihn wahrscheinlich eh kennen, aber trotzdem wird es in der Videobeschreibung alle Links dazu geben. Und dann würde ich sagen, das war's, mein Lieber. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und dann sind wir raus. Bis Jo, dann, macht's bis gut. dann, ciao.